Willkommen zurück, meine hochverehrten Zuschauerinnen und Zuschauer. Zur nächsten Runde Elden Ring. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hallo an Glenn. Schön, dass du da wieder dabei bist. Und ja, willkommen an alle, die genauso Bock haben wie wir auf Elden Ring. Denn, um ehrlich zu sein, ich komm nicht mehr los von Elden Ring. Ich möchte eigentlich gar kein anderes Spiel gerade spielen, außer Elden Ring, interessanterweise. Und ja, übrigens, für alle YouTube-Einnahmen vom Hamster gehen zu 50% am Ende des Monats an ukrainische Hilfsorganisationen oder andere, ehrlich gesagt, an die Ukraine. Und ihr könnt gerne noch Vorschläge rausbringen, an welche Organisation es gehen soll. Und übrigens gibt es auch in der Videobeschreibung einen Link zu einem Videospiel-Bundle, bei dem ihr, glaube ich, 1000 oder 100, auf jeden Fall ziemlich viele Videospiele bekommt. Viele kleine Indie-Games dabei und alle die Einnahmen werden auch gespendet. Und das finde ich irgendwie cool und so langsam aber sicher fühle ich mich auch so. Eine nette Aktion. Ja, also mache ich auch was. Das finde ich irgendwie ganz nett. Vor allem einfach die Solidarität. Wir müssen zum Moment, ich mache jetzt kurz mal die Lautstärke jetzt nochmal hier hoch. Okay, wo ist das Ding? Es ist bei Deep Swallowed Swamp of Sowalia. In the secret town of Sowalia. Wo ist das? Celia. Town of Sorcery, Deep Sociofra, well, wissen wir nicht. Aber ich gehe erstmal wie geplant hier weiter. Und wir haben da einen Hund, der anscheinend ein bisschen wie eine Statue aussieht, finde ich. Ich glaube, das ist der Wächter der Hütte. Tja, er ist kein so guter Wächter. Und das scheint schon ein relativ wichtiges Quest zu sein, weil einen ja direkt. Ah ja, und jetzt ist die Nachricht weg, oder? Dass die Nacht hier auf dem Boden gewesen ist. Ah, stimmt, aber bei diesem Time for Business bist du ja auch vorbeigelaufen, da hätte es wahrscheinlich auch irgendwas gegeben. Das war bestimmt ein Händler. Ja, bestimmt. Der das platziert hat. Ja. Interessante Gegend hier. Und naja, der Mystery Stream ist dann zu Elden Ring geworden, weil ich habe mir überlegt, ob ich was anderes vielleicht machen sollte, aber um ehrlich zu sein. Das Einzige, auf das ich so richtig Lust hatte, war Elden Ring. Und ist Elden Ring. Und wo sind wir hier? Was ist das da hinten? Und was habe ich da, ist da passiert? Wir sind irgendwie immer noch im Untergrund. Oder sind wir jetzt wieder ganz... What the hell? Oh nein! Oh! Ach, ja. Sind wir jetzt eigentlich wieder draußen oder sind wir... Wir sind draußen. Ich gebe zu, das überrascht mich schon ein kleines bisschen. Du wirst von allen Ecken und Enden beschossen. Immerhin killt er auch die anderen Gegner und nicht nur uns. Und das ist so eine Gegend, in der ein Grace auf dich wartet. Ja, immerhin. Und in dem alles sehr, sehr groß erscheint. Alles ist riesengroß. Hier waren die... Oh, Schildkrötenpanzer. Moment, ich habe die Ashes of War. Kann ich meine Ashes of War mal irgendwie interessant einsetzen? Wäre vielleicht nicht schlecht. Beziehungsweise, was könnte das Mystery sein? Wir könnten ja mal zum Spaß, zum Mystery, unsere Waffe ändern. Zum Beispiel... Heftige Mystery. Ich brauche eine Stärke von 20, um die Pike zu verwenden. Oder ich gehe heute voll auf... Greatsword. Zweihändiges Greatsword. Claymore. Wie wär's? Und wir statten es aus mit Heavy Claymore. Mit Wild Strikes. Das hört sich doch gut an.
Okay, dann nehmen wir einen Heavy Claymore mit und kämpfen mit diesem heute. Wo ist es hier oben? Wir können es aber nur zweihändig verwenden. Möchtest du das wirklich machen? Ja. Heftig anders. Guck, es hat nämlich auch einen Stichangriff. Aber der ist langsam. Und ich kann sogar mehrmals hintereinander stechen. Mhm. Und ich kann blocken. Mhm. Ja. Und? Und ich habe praktisch ein unendliches Combo. Aber der verbraucht Magie. Ja, weil das ist diese eine Special. Ich wollte es noch gesagt haben. Hallo Fewfeed. Hi Fewfeed. Willkommen. Willkommen im Stream. Willkommen zur nächsten Runde von Mystery Elden Ring Stream. Ich finde das auch cool, wie der die Waffe so ein bisschen über den Boden schrabbeln lässt. Ist schrabbeln der korrekte Begriff? Ja. Natürlich. Verstehe. Night required ahead. Seek Boss. Also wenn wir in der Nacht herkommen, dann gibt es hier wohl einen besonderen Gegner, gegen den wir kämpfen können. Sollen wir es probieren? Und in der Nacht herkommen? Hallo Cetra, the Imperishable. Willkommen. Hi. Willkommen. Warten wir mal, bis es Nacht ist. Until nightfall. Ach, guck mal, das ist ja cool. Was geht ab? Was geht aus ab? Aus dem Mystery Stream ist ein Elden Ring Stream geworden und wir sind alle extrem überrascht. Also ich war schon ein bisschen überrascht. Mega überrascht. Okay. Die Nachricht hat nicht gelogen. Es ist auch überraschend hell dafür, dass es Nacht ist. Aber die Nachricht hat erreicht. Das sind sehr amüsierende Flügel. Ja. Oh je. Oh Gott, das hab ich gesehen. Oh Gott, das hab ich gesehen. Es ist einfach ein Vogel. Das hat fast keinen Schaden gemacht. Du magst Vögel. Ich liebe Vögel. Nein! Oh, jetzt macht er Schaden. Ich habe mich schon gewundert. Ich habe mich. Jetzt müssen wir mal nur schauen, was für Schaden, wie viel Schaden du machst. Ja. Ist okay. Kannst du vielleicht mal gucken, ob du mit der anderen Waffe mehr Schaden machst. Ja. Vor allem, weil du sie ja nur ein... Der pickt mich auch. Das ist ziemlich dramatisch, der Typ. Aber er ist jetzt nicht so... mega hart. Um ehrlich zu sein. Ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass du vielleicht die falsche Waffe hast. Ich glaube auch. Ich glaube, der braucht eher Magieschaden, um ihn kaputt zu machen. Obwohl er selbst so Magie macht, aber. Ja, gegen Magiegegner ist, glaube ich, auch Magie. Und eine beste vielleicht Waffe. Auch etwas, was ein bisschen schneller. Ein bisschen schneller ist. Na, nicht unbedingt. Aber ich denke, gehen wir doch lieber auf. Doch, keine Mystery-Waffe. Wir sind überrascht. Jetzt, psst, psst. Haben Sie mal. Dass niemand hört. Zählt so Blödsinn. Oh mein Güte, ich habe auch eine andere Giftwaffe, nämlich Bloodhound Fang Curved Greatsword. Das sollte ich eigentlich benutzen. Das macht sogar noch mehr Blood Build-Up. Blood. Und jetzt nehmen wir erstmal das hier mit. Oh, das ist eher auch ein schnelles. Ja. Vogel gegen Hamster. Oh, jetzt ist er wieder weg, weil du weißt nicht mehr. Ah, das ist nicht mehr Nacht. Das heißt, jedes Mal, wenn man rumsitzt. Ja. Am Feuer, dann vergeht die Zeit. Vogel gegen Hamster. Kann der Hamster sich wehren? Fragt Fewfeed. Das ist eine berechtigte Frage. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Wir wissen es alle nicht. Aber das ist jetzt schon ein kleines bisschen doof.
dass du immer... Dass man da vor allem, was hat das eigentlich für einen Vor- oder Nachteil, wenn es Nacht ist? Naja, es ist halt eine andere Atmosphäre. Das ist halt genau wie wenn du fragst, naja, was hat das für einen Vor- oder Nachteil? Nein, aber ich hätte ja sagen können... Oh, Message was appraised! Message was appraised! Oh, meine Nachrichten werden geliebt. Ja. Genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe nur gedacht, vielleicht gibt es ja da noch einen anderen Vor- oder Nachteil jetzt in Elden Ring. Hä? Ah! Ist er schon tot? Du hast auch ein bisschen Schaden genommen. Ich gehe woanders hin. Verstehe nicht wieso. Ich mache zu wenig Schaden an dem Typ. Ja, irgendwie schon. Also, ich muss ihn jetzt nicht 15 Mal gegen den werfen, solange ich noch keine bessere Waffe habe, mit der wir ihn schneller kaputt kriegen können. Ja. Gehen wir lieber woanders hin. Und du kannst ja deine Seelen wieder einsammeln. Ja, genau, jetzt kann ich wieder... Wisst ihr was? Wir nehmen den Bloodhound Fang. Curved Sword. Guck dir mal die Waffe an, die sieht richtig gut aus. Genau die wollen wir haben. Aber die kannst du auch nur zweihändig führen, oder? Ja, macht aber nichts. Und er hat einen super genialen R2-Sprung und gleichzeitig Ausweichangriff. Jupp. Ja, okay, der ist schon knifflig, der Boss hier. Vor allem, ich glaube, das ganze Gebiet ist noch ein Hauch schwer für mich. Jupp, das kann sehr gut sein. Mit all diesen Riesenmonstern. Ist das die Überraschung, vor der die Community gewarnt hat? Beziehungsweise? Ich glaube noch nicht. Also es wurde jetzt schon mehrfach gesagt, dass man so überrascht ist, dass einem der Mund offen stehen bleibt und das ist jetzt noch kein Gebiet. Das ist dieser Vogel. Und das ist jetzt noch kein Gebiet, wo ich sagen würde, boah, ja voll krass. Also ich erwarte Großes. Holy shit! Okay. Ich erwarte Großes, denn diese Viecher sind groß. Möchte ich behaupten. Ist er noch da? Oh Gott. Alles ist groß in diesem Land. Händler? Oh je. Das ist auch nicht, dass du den Händler kaputt machst. Ja, die haben eine etwas größere Aggro-Range. Lauf nicht zu sehr da drüben. Schossen. Armes Hamster. Ich möchte übrigens nur sagen, du hast ihn angegriffen. Ah! Oh, da ist die Karte. Okay, wir haben ihn. Ah, ich dachte, ich hätte ihn. Warum nimmt er mich mit? Ja, das war jetzt vielleicht auch ein bisschen anders als gedacht. Okay, du Bitch. Nicht glücklich. Oh. Hamster-chan. Er ist nicht glücklich. Kann ich einfach die Pflege machen? Nein, du hast ihn angegriffen. Hamster-Mama sagt nicht so schlimm und sehr schön, das will ja gar keiner hören. Ach ja, Elden Ring. Was für ein wundervolles Spiel. Oh, da ist der Typ, der Steine auf mich wirft. Ich bin froh, dass der noch da ist, ansonsten hätte ich mich einsam gefühlt. Ah! Ist immer noch da. Ah, ich bin so glücklich. Elden Ring, endlich ein Spiel mit Herausforderungen. Nicht so wie Warhammer 3. Ich denke, die Vögel sind zu stark für Hamster. Ja, Fufi, da könntest du ein kleines bisschen recht haben. Und er hört auch nicht auf, mir hinterher zu laufen. Der hat halt eine voll die krasse Aggro-Range. Das ist ja wahrscheinlich ein Vogel. Hat wahrscheinlich was mit der Sache zu tun. Hat er aufgehört? Ich glaube, er hat aufgehört. Er dreht sich um. Feige Socke! Komm! Feige Socke! Hamster ist mal wieder super vorlaut und hat eine große Klappe. Aber wisst ihr was?
so schwer ist der überhaupt nicht. Ein Vogel war ein bisschen langweilig. Ja, ja. Mhm. Deswegen gehe ich lieber woanders hin. Aber hey, wir haben die Karte gefunden, die große. Oh, aber dieses Gebiet ist schon... knackig. Was ist das? Und das sind ein paar Dungeons. Ich kann mal probieren, hier nach rechts zu gehen. Du kannst dir auch mal was anderes aussuchen als jetzt das sackschwere Gebiet. Kann ich? Ich glaube, du hast recht. Aber ja, ich gehe trotzdem hier mal entlang. Natürlich. Vielleicht war die Farbe so eine Art Giveaway. Man hätte es vielleicht ahnen können, dass es hier ein bisschen... Oh! Golden Seed! Oh nein, ist das ein Tyrannosaurus Rex? Oh Gott, das ist alles voller Hunde. Was sag ich mit dem Vogel? Hat er erst das Interesse verloren? Du kannst damit... Ah, ist ein anderer Vogel! Ah. Die Community und ich, wir sind sehr überrascht. Willst du eigentlich wirklich noch weiter weg von deiner... Ja, ja, diese Tyrannosaurus Rexe, die sind bestimmt extrem langsam. Und können mich auf diesem Pferd nicht einholen. Natürlich nicht. Es ist ein schnelles Pferd. Und es sieht doch alles relativ. Okay, da ist noch ein Ritter, der mich umbringen will. Es ist ein gutes Gebiet. Hallo. Was geht denn Arte hier ab? 19. Oh, meine Güte, seht das euch an. Ein Krieg. Guck mal, wir haben oh, meine Bot. Güte. Ah, mein Bot. Fantastisch. Hallo, Evi. So, willkommen bei den Nagern. Willkommen. Ade 19 fragt, ob wir famous werden wollen. Nee. Das macht nur Probleme. Seht es euch an, die Hallo Bestien. Hallo Legatus, willkommen. Die Bestien kämpfen gegen diese Ritter. Ich hoffe, du hast den vorlauten Hamster und den... Ja, doch, den vorlauten Hamster mitbekommen. Es war... Wer gewinnt? Schön. Die Bestien oder die Ritter? Keine Ahnung. Die werfen immer mit Feuer, aber die sind echt gut. Feuer macht sehr viel Schaden an diesen Kreaturen, so wie es aussieht. Sie gewinnen. Die Ritter zocken die Bestien gnadenlos ab. Und das wir kriegen... ist nicht so besonders gut für dich, weil dann sind die Ritter extrem stark. Vielleicht nicht unbedingt. Ich habe das Gefühl, die machen mit ihren Feuerangriffen, die sie haben. Guck mal, diese Feuerangriffe, die sie werfen, die machen richtig Schaden. Danke, Spiel, hab dass du uns zeigst, wie dieses Spiel funktioniert. Okay, jedes Mal, wenn einer davon gekillt wird, das ist echt eine Menge Ritter, um ehrlich zu sein. Ich glaube, ich gehe woanders. Wenn man selber Elden Ring suchtet, bekommt man nicht so viel mit. Ja, das macht nichts, Legatus. Aber dann kannst du ja verstehen, warum Hamster sich bei Mystery Stream für Elden Ring entschieden hat. Tja. Denn der Hamster ist auch, sitzt auf heißen Kohlen, wenn er kein Elden Ring spielen kann. Welches Level haben wir inzwischen, fragt Legatus. 39. Und hier sind auch Scheiterhaufen für diese Kreaturen errichtet worden. Diese Ritter bekämpfen die Kreaturen und die Kreaturen bekämpfen die Ritter. Was hat das nur zu bedeuten? Oh, oh, das sind noch ein paar Ritter. Das ist eine Leiter. Ich wünsche nur, ich hätte ein bisschen mehr Lebensenergie. Beziehungsweise mehr. Oh je. Also das kann nur gut werden. Ich sehe das. Oh, das ist nochmal eine Leiter. Ja, vielleicht komme ich über die besser hoch. Ich wollte es nur gesagt haben. Danke. Das ist wieder ein Grace. Immerhin. Ruf da. Ich habe das Gefühl, das ist ein etwas höherleveliges Gebiet. Lost Grace Discovered. Da wollten wir ja hin. Ja, genau. Mhm. Ich mag das, wenn du irgendwo total random hinkommst, sagst du, ja, ja, das wollte ich so. Mhm, ich mag das auch. Und alle im Chat und auch am Sommer sagen so, ja, genau, das war alles so geplant. Das war auch alles so geplant. Ich verstehe. Kann ich eigentlich meine großen zwei Hände eine Ash of War geben? Natürlich kann ich das. Hui, ist das dann nicht eher ein Gebiet für höhere Level? Ich war da mit Level 65 noch nicht. Ja, Legatus, wir sind da reingeschmissen worden, weil wir auf Basis einer Truhe in den Untergrund
geschmissen wurden, uns da durchgebissen haben und jetzt in dem Gebiet rausgekommen sind, als man dann mit dem Aufzug wieder hoch konnte. Und Shigatana macht und genauso viel Schaden wie dem Hamster auch aufgefallen, dass das eigentlich für was höherleveligeres ist. Aber er ist dann jetzt darunter geritten mit seinem Pferd, weil er musste von dem aggressiven Vogel weglaufen. Mhm. Und deswegen sind wir hier. Ja. Also das ist eine Verkettung unglücklicher Zufälle gewesen. Ich würde es... Oh. Ach, die netten Teleporter. Ganz genau, die netten. Die waren klasse. Ich würde es als einen glücklichen Zufall bezeichnen. Natürlich. Hamster, du und dein Pferd, ihr seid ja zäh. Du und dein Pferd, ihr seid wie du und dein Holz. Ich und mein Holz. Mhm. Ich und mein Holz. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Ich auch nicht. Ich habe das mal bei einem Streamer gesehen. Ach ja? Irgendwie. Und dann seitdem mache ich es auch manchmal. Einfach um dich extrem, extrem zu verwirren, Hamster. Ja, okay. Die Typen sind schon ordentlich kräftig. Selbst einer der kleineren Gegner braucht offensichtlich irgendwie 4-5 Schläge mit meinem aufgelevelten Uchigatana. Was soll dir dieser Ritter, der da am Lagerfeuer sitzt, schon anhaben, wenn du mit einem Backstep nicht mal irgendwie ein Achtel Energie abziehst? Vielleicht so ein Achtel. Okay. Ja. Vielleicht gibt's auch woanders hin. Diese Pons. Oh, nein. Er hat sogar ein Zweihänder, den Zweihänder. Willst du jetzt sterben oder überlegst du es dir direkt schon anders? Ja, okay. Ja, okay. Es ist nicht das richtige Beat für den Hamster. Wie kommst du da drauf? Ach, es hat keinen speziellen Grund, ehrlich zu sein. Ich verstehe. Ich finde es nur ein bisschen rot hier. Natürlich. Das Rot gefällt mir nicht so sehr. Du hast aber doch was Rotes an. Oh ja. Ja, das Gebiet ist mir zu schnell. Ah ja, verstehe. Deswegen gehe ich dorthin, wo das Gebiet nicht mehr schnell ist, sondern grau. Oh, hier, zu diesem Typen. Und kannst du es aufmachen? Oh. Nein. Wäre es nicht besser, wenn man sich aus dem Biom verpisst und später einfach nochmal vorbeischaut? Nein, Fufi, das ist absolut keine Option für den Hamster. Doch, ich gehe. Er muss erstmal alles, vor allem erstmal wegrennen, um dann zu sagen, dass es so geplant war. Das ist wichtig. Das ist sehr wichtig. Weißt du, ihr versteht das nur nicht. Ja. Wir haben ja sowas von keinen Plan. Ihr habt einfach keinen Plan. Wir haben gar keinen Plan. Aber so haben wir es jetzt mal kurz gesehen. Das ist eine ganz schön weite Reichweite. Mhm. Aber so können wir dann jederzeit zu dem Gebiet wieder zurückteleportieren. Okay. Gehen wir woanders hin. Das ist mir ein bisschen zu langweilig hier. Mhm. Wo möchtest du denn hin? Ich gehe auch nicht dahin. Wie wär's, wenn du dahin gehst, wo das Spiel dir sagt, dass du hin sollst? Ich glaube, das ist irgendwo da links oben, in der vollkommen anderen Richtung. Du kannst dich doch hinteleportieren, ist doch total egal. Das stimmt. Ich habe allerdings übrigens in einem Beginner's Guide gesehen, dass hier irgendwo an dieser Mauer noch was gewesen ist. Und das habe ich irgendwie verpasst. Aha. Deswegen können wir noch einmal hier entlang laufen. Okay. Also wenn du nichts dagegen hast. Ich habe sehr viel dagegen, Hamster. Das weiß ich, deswegen markiere ich mal hier 4 Punkte. Und wir teleportieren uns jetzt zurück in das Low-Level, Easy, Peasy, Monkey-Cheesy-Gebiet. Mann. Mhm. Hallo, Kenneth. Schallendes Gelächter ertönt aus der Burg. Ja, richtig. Von dem kleinen Hamster, der sie in die Hose gemacht hat. Das ist nicht nett. Das ist nicht nett. Sargus Cut, warum sagst du so böse Dinge? Wer ist Sargus Cut? Wo ist eigentlich meine Markierung Nummer 1? Wo ist meine Markierung Nummer 1? Da oben. Ah, da hinten. Ich glaube, die brauche ich nicht mehr. Verstehe ich nicht, warum. Also, wir gehen zur Markierung Nummer 2 zuerst. Da hinten ist sie. Na dann, let's go. Oh. Hast du schon das Doppelschwert? Fragt Wilhelm. Hallo Wilhelm, willkommen. Hi. Was ist das Doppelschwert? Dann ist die Antwort vermutlich nein. Also ich habe Schwerte, die
Ich kann zwei Schwerter jeweils in eine Hand nehmen, also ein Schwert pro Hand, was dann ein Doppelschwert ergibt. Und ich schätze, das ist nicht das, was du meinst. Okay, da ist das. Also ist das an der Mauer entlang oder ist das auf der Mauer? Da haben wir ja gesagt, das wird wahrscheinlich das PvP-Gebiet sein. Aber vielleicht zwei da was Klingen anderes. Zwei Klingen an einem Griff. Zwei Klingen dann an einem Griff? Dann haben wir das noch nicht, nee. Sag mir jetzt gerade nichts. Konnte man noch irgendwo rein hier? Nee, Gegend? Da war doch das verschlossen. Da war doch nur wie so eine Art NPC, also so ein Geister-NPC, der dir das doch gesagt hat. Und da hast du doch diese Info bekommen. Oder diesen Stein. Erinnerst du dich? Ja, was war denn das nochmal für ein Stein? Ja, das Multiplayer-Ding. Ein Spell Calling Finger Remedy. Nee, du hast doch da den Finger bekommen, wo du. Ich glaube, den da, oder? Den da. Ich vermute, ich weiß nicht so genau. Naja, egal. Da habe ich jetzt nicht unbedingt den Mega Lust drauf. Den Lag Multiplayer zu spielen. Gehen wir lieber zu Signal Nummer 3. Also, hast du in dem Guide gesehen, dass das unten an der Brücke war? So genau habe ich es nicht hingeguckt. Ich glaube, ich werde mir das im späteren Spielverlauf nochmal ansehen. Aber jetzt gehen wir erstmal zurück in das Schloss. Denn und ich damit habe hat gehört, er instantan seine Meinung geändert. Irgendjemand muss es ja tun. Irgendjemand muss es ja tun. Hier ist ja noch die 5. Da ist vielleicht noch was. Und die Antwort lautet nein. Egal. Wir gehen ins Schloss, denn im Schloss gab es noch ein paar Sachen, die wir noch nicht gefunden haben. Und ein paar Türen, die wir noch nicht aufgemacht haben. Deswegen teleportieren wir uns jetzt da rein. Na dann, Grandpa Tower oder gehen wir mal zum Liftside Chamber. Chamber, okay. Da ist übrigens jetzt auch noch dieses komische Riesenspinnenvieh, was ich schon lange vernichten wollte. Bin ich hier richtig? Stormwell Castle. Ja, die Tür hast du auch noch nicht aufgemacht. Ich glaube, hier gab es wirklich noch einige Orte, an die wir nicht hingegangen sind. Aber jetzt bist du ja auch ein bisschen stärker. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen... Mit Sicherheit ist es jetzt total easy. Ja, ich weiß nicht, ob total easy das richtige Wort ist. Ja. Jetzt komm her. Komm her! Nicht so. Okay, vielleicht nehme ich. Vielleicht nehme ich doch mein Schild. Was macht man oh, nein. da heute denn noch? Hallo Ravenpie! Aus dem Mystery Stream wurde ein Elden Ring Stream. Denn Hamster hat Bock auf Elden Ring. Und Hamster Mama tut natürlich alles, um das möglich zu machen. Danke, Hamster Mama. Mit Doppelrot geht's doppelt so schnell. Ja, du hast recht. Und da der Hamster nur Bock da drauf hat, habe ich meine Armgestaltung umgebracht. So ein Mistkerl. Und der dumme Vogel wird aber tatsächlich umgebracht. Ja, danke. Aber morgen ist Streampause, denn morgen gehen wir zum Jazzabend. Oh ja, freue ich mich drauf. Da fahren wir mit dem Auto, oder? Wahrscheinlich. Ja, ist eine gute Idee. Wow, das Hamster-Mama, das mitmacht. Ja, weißt du, so bin ich zu Hamster und zu euch.
Okay, der ist irgendwie. Guck mal, der liegt auf mir drauf. Du bist ganz schön stark, Hamster. Das stimmt. Der ist irgendwie ziemlich vernörgelt und verpustelt. Und er hat uns nichts gegeben. Vielen Dank für nichts. Das macht Elden Ring gerne, irgendwie einem nichts geben. Da leuchtet es in dieser Statue. Ja, stimmt. Das heißt, es hat bestimmt etwas zu bedeuten. Oh. 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 Es ist wieder so ein Bild, was einen so aufsaugt und man dann in eine andere Welt kommt. So sieht es ein bisschen aus, finde ich. Didn't expect snow. Huh. Prophecy. Painting haben wir bekommen. Wo ist das? Das hört sich an wie ein Quest-Item, ein besonderes Quest-Item. Ist es hier unten? Hier. Reminiscence of the Painting Prophecy. Work of a wandering artist. Reminiscence of the painter's set have captured the landscape seen during the last moments of those welcomed into death's embrace. Soul of the painter and vestiges of the dead's last moment can be discovered by visiting the location depicted even now. Wenn wir dorthin gehen und uns das ansehen, werden wir die Seele des Malers finden. Oh, und das, wir haben, ach, das war auch diese andere Zeichnung. Ja, das andere Bild. Oh, meine Güte. Ich glaube, diese Stelle da, die wir hier sehen, in dem Bild, war dort, wo dieses singende Monster gewesen ist, oder? Das kann sein. Hallo Julia, sie schreibt, du brauchst einen Riesen, der das zerschmettert, dass du da dran kommst. An was? Muss ich sagen, weiß ich jetzt auch nicht, wo das Ding hier. Ach so. Also dieser Bossgegner da oder der Riese. Oder vielleicht der nörgelverpestete Typ. Der Riese. Ah, das ist natürlich eine gute Idee. Ja. Kommt er eigentlich wieder zurück? Bestimmt. Ja. Ja, okay, aber ich glaube, da hinten bin ich noch gar nicht hingegangen. Da warten wieder Vögel auf dich und wir wissen alle, wen Hamster liebt. Vögel? Vögel. Der Riese, der noch kommt. Ah, okay. Und der spuckt auch noch. Der spuckt auch noch Feuer. Der war überraschend stark dafür, dass nur so ein Standardvogel gewesen ist. Standardvogel. Why is it always bird? Hier. Applaud this message. Applaud. Ist nochmal ein Vogel. Warum auch nicht? Ein Vogel kommt selten allein. Komm, Vogel. Vogel. Oh! Boah, der ist ja echt bitter. Puh, zum Glück mal ein Springen. Das ging ja in früheren Souls-Spiels nicht. Spiel's nicht. Da hat man. Ist man gerollt. Guck mal da, wer da in der Ecke sitzt. Bowling. Der Zweier da. Der hat doch einen Vogel. Hat Legantus entschieden. Ja, es ist sogar ein Vogel. Und korrekt. Wo sind die Illusory Walls? Das ist falsch, Hans. Das heißt Illusory Walls. Nein. Doch. Oh, wir haben nochmal einen. Hat man, ich habe vor einiger Zeit meinen ersten Bogen bekommen. Stimmt. Ja. Wo war denn der? Hier. Wir erinnern uns alle. Ich brauche aber Intelligenz 12. Ah, okay. Du bist zu dumm, um diesen Bogen führen zu können. In der richtigen Welt. Tja. Friend ahead. Ach, da waren wir ja schon. Ah, okay, bin ich jetzt in die andere Richtung. Da ist der Riese. Können wir den Riesen anlocken? Ich habe gehört, den brauchen wir, um dieses eine Ding zu zerstören. Oh. Tja, bitte. Smithing Stones. Können wir das Uchigatana noch weiter aufleveln, damit es noch mehr Schaden macht. Okay. Na dann, Riese.
Komm. Sie sind das Essen und wir sind die Jäger. Ba 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 ba. Du musst den da runterlocken. Daumen hoch für Attack on Titan Song. Dass er dir auch so schön nachkommt? Ja, ich meine. Ist gut. Hat Bock. Halt Bock zu zerstören. Dem hängen auch so ein paar Tentakel dran. Lustigerweise. Jetzt komm. Go, go, go. Ach, schön. Tatsächlich. Das hat's gebracht. Ich bin wirklich ziemlich beeindruckt davon, dass das hier funktioniert in dem Spiel. Yay, Smithing Stone! Genau, was ich wollte. Ich habe irgendwie jetzt gehofft, dass das vielleicht irgendwie was Cooleres ist. Aber okay. Ah, das war doch sehr beeindruckend. Ja. Wo gehen wir jetzt hin? Danke, Riese, ich brauch dich nicht mehr. Tschüss! Ah. Was war das? Ich habe keine Ahnung. Es gibt auch noch eine Menge andere Wege, die wir nehmen können. Zum Beispiel hier. Da oben waren wir doch schon, oder? Da waren wir schon. Ich glaube schon. Okay. Der läuft uns immer noch hinterher. Mhm. Ich frage mich, ob die mich angreifen wollen. Waren wir da auch schon? Ich glaube schon. Ja, aber ich bin nicht weitergelaufen zu diesem Zeitpunkt. Nee, aus den Statuen gibt's mehrere davon. Ah, okay, da gibt es eben recht viele viele Steine. Ah, okay, alles klar. Und dann wird da wahrscheinlich immer ein Riese irgendwo in der Nähe sein, der einem das aufschlagen muss. Ah. Verstehe. Huch, endlich eine Mütze. Okay, hier unten wird das Ganze jetzt neu. Interessant. Da waren wir noch nicht. Okay. Und da ist auch so einer, der uns die ganze Zeit abschießt. So war es beim letzten Mal. Das ist so den? Den mit der? Ja. Mit dem Ding? Ja. Ich mag dieses Ding. Ah! Ah! Wild. Da ist nochmal einer. Oh Gott. Die wollen wohl nicht, dass du da durchläufst, Hamster. Findest du? Lass mich aber nicht aufhalten. Ja, Riese, Drache, irgendwas sehr Großes, Fettes, das ist zertrümmert. Alles klar, wenn man so eine Statue sieht, weiß man, irgendetwas Rieses, Fettes ist nicht weit. Alles klar. Uff. Also ich weiß nicht, ob es dir auffällt, aber du bist ziemlich beschossen. Ist mir gar nicht aufgefallen. Und der erste ist kaputt. Glücklicherweise treffen die nicht sonderlich gut. Dass du ja auch irgendwie eine Chance hast, dich zu verteidigen. Da ist nochmal einer. Und da ist nochmal alles. Alles voll mit denen. Eine wahrhaftige Verteidigungsstellung. Und noch mehr. Ravenpie schreibt: Exploding Hamster. Hey. Checke einmal den YouTube-Channel Tarif für Total Warhammer Memes. Ja, den kenne ich. Den kenne ich natürlich. Das ist ganz gut. Lustig.
Okay, jetzt haben wir es geschafft. Wir haben es. Alles klar? Was ist das für ein Vieh? Wow, je. Sehr schön. Der ist ziemlich aggro. Aber... nicht unschaffbar, so wie das aussieht. Autsch! Wenn ich jetzt keinen Blödsinn mache. So. Er ist schon ziemlich... ziemlich nervig. Warhammer Player Experience after the first campaign. Advisor kriegt die Tür ins Gesicht geknallt. Da gehst normal erst nach dem Endboss der Festung hin, hat Julia geschrieben. Haben wir den nicht schon besiegt? Ich glaube, den haben wir besiegt, den Endboss. Glaube auch. Der ist schon tot. Wir machen das natürlich alles in so einer Reihenfolge, die total random ist. Tierkämpfe sind doch verboten. Ja, richtig, Raven Pier. Aber das ist ja ein Hamster, unser Hamster. Dadurch kämpft ja Hamster gegen, also Tier gegen Tier. Ist das dann wieder okay? Autsch. Ja, das sind doch Tierkämpfe. Es gibt jetzt auch einen Mod. Fuck, ich hab keine. Damit sich die Chaos Gates nicht mehr öffnen. Der mit dem Drachenkopf am Arm, ja genau, den haben wir schon besiegt. Ich habe mal ein bisschen Hilfe geholt. Ja, kein Problem, dafür ist sie doch da. Weil ich jetzt doch nicht drauf gehen wollte zum Abschluss. Ich hoffe, aber dir nochmal einen abholen wolltest. Ja. Ja, dann müsst ihr da lang. Ah, okay. Ich sag jetzt nicht, was wir da machen. Irgendwas holen. Nehme ich mal an. Wirklich. Oder irgendwas besiegen. Pavlov würde bei der Glocke sich freuen und der Löwe sabbert noch nicht mal. Ja, richtig. Beastblood und Old Fang. Ja, sehr schön. Was war das? Das Blut einer Bestie. Fresh Beast Blood glinting with gold. Material used for crafting items found by hunting carnivorous beasts. The gleaming blood never rots or decays. Es bleibt für immer hell. Echt beeindruckend, das Licht. Oh je, die sehen aus, als würden sie zum Leben erwachen, um ehrlich zu sein. Sind wohl nur Statuen. Es sieht ist wirklich interessant, wie ein Weg für einen König, ja, den man hier entlang geht. Ja, das stimmt. Oh, das ist wieder ein Grace. Es gibt ein Grace. Sehr episch. Oh, da gibt's irgendwas passiert da. Irgendwo kommt Schatten her. Alles wird schattig. Vermutlich ist es jetzt Nacht. Und die Musik hat sich auch geändert. Ich kann ein bisschen gleich aufleveln, wenn ich noch 2000 Runen erzeugen kann. Das sieht auch gut aus. Das waren schon mal 800. Und damit müsste es eigentlich reichen. Sehr gut. Das sind ja genau 2000. Und ich glaube, ich könnte noch ein bisschen Lebensenergie gebrauchen. Möglich, möglich. Und ich glaube, ich kann sogar... ja. ...noch mehr Gold Seas. Aber man braucht immer mehr davon. Man braucht immer mehr Gold Seeds, um seine Gold
sein Kürbis. Oh, das ist ja von Sekiro, das mit dem Kürbis. Stimmt. Gourd Seed. Richtig. Das haben sie davon übernommen. Na dagegen, zeig mir, wo du bist. Oder inspirieren lassen. Warum ist eigentlich diese 5 immer noch da? Das kann weg. Mal wieder sehr sakral. Das erinnert mich genau an die Stelle, an der auch der eine Riese, der Steinriese gewesen ist, den wir unnötigerweise... Stimmt. Oh, Bolt Drake Talisman. Ist das ein Hinweis darauf, was kommt? Nämlich Blitz. Maybe. Ich erwarte jetzt Blitz. Was hat der? The ancient dragons who ruled in the prehistoric era before the Earth Tree would protect the Lord as a wall of living rock. And so it is that the shape of the dragon has become symbolic of all manners of protections. Der Drache ist der Zeichen des Schutzes. Boah, guck mal, das sieht ja richtig groß und gigantisch aus im Stormhill. Jo. Das sieht nach Boss aus. Be wary of Pack. In Short Giant. Ist auch sehr dunkel und düster. Da ist ein Zauberer. Aber der hat es wohl nicht so gut geschafft. Tja. Oh je, da ist er. Ach, das ist so ein Giant. Ach so. Na, der kann ja nix. Ich dachte schon, das wäre ein schwierig... Oh, da ist noch einer. Ups. Ja, okay, der eine ist okay, aber... Oh, da hinten ist noch ein dritter. Okay. Ja, da kam nämlich schon der Kommentar. Oh nein. Nun kommen gleich 3 nette Freunde für Hamst, aber ich wollte es noch nicht vorlesen, bis du es gesehen hast. Danke. Wie sollen wir denn alle 3 kaputt machen? Auf sie drauf schlagen? Oh nee, also der eine, okay. Ich glaube, wir müssen zuerst mal den... Ah! Moment, nur kurz was zu trinken. Ja, genau die richtige... richtige Zeitpunkt dafür. Ja. Oh! Toll. Hamstermama lässt mich allein. Zum Glück ist Sargos gerade noch bei mir. Mein einziger Freund. Zeit, den großen Riesen kaputt zu machen. Okay. Oh, das sind easy Riesen, habe ich das Gefühl. Die kriegen wir locker kaputt. Innerhalb kürzester Zeit. Der erste Riesen ist schon tot. Das ist ja total einfach. Die besiegen sich ja fast von selbst. Well done. Ja, gern geschehen. Beziehungsweise danke. Jetzt diese 2 anderen. Oh. Ja, die 2 hier. Werden sie sich gleichzeitig gegenseitig unterstützen? Schon ein bisschen unangenehmer, wenn ich ehrlich sein soll. Vor allem, weil die ganze Zeit nebeneinander rumlaufen. Machen die wenigstens sich gegenseitig Schaden? Ja! Oh! Oh, das ist ja toll. Ah! Na toll. Ich glaube, lass sie sich gegenseitig kaputt machen. Ist ja viel besser als alles andere. Ist er schon tot? Gleich. Jetzt haben wir ihn. Autsch.
zum Glück habe ich schon mal gegen den Typen gekämpft. Und deswegen spielt er sich fast von alleine. Manchmal wundert es mich schon ein kleines bisschen, stell ich mich. Stehst du nicht? Also zwei haben wir schon kaputt gemacht, aber der dritte... Hallo Kuschler, willkommen! Welcome! Observer. Aber der dritte will irgendwie nicht. Der ist irgendwie der härteste. Ich bin mir nicht so ganz sicher, warum eigentlich. Ich glaube, die haben... Oh, okay. Wo geht der hin? Ich habe das Gefühl, die haben unterschiedlich starke Beinpanzerungen. Und das schützt sie dann teilweise. Kriege ich wenigstens irgendeine tolle Belohnung, wenn ich den kaputt gemacht habe? Bestimmt nicht. Ja, das ist wirklich auch cool. Autsch. Ich wusste, dass der kommt. Ich habe ihn trotzdem nicht verpasst. Autsch. Ah. Ja, wo man dann gerne mal auch runterfällt. Weil es noch nicht einfach genug ist, das Ganze. Zu Recht, es ist auch ein bisschen einfach. Ja, endlich! Okay, frage ich, was in denen eigentlich brennt. In denen brennt ein Feuer, das sie am Golem-Leben hält. Ja. Ich meine, immerhin, das war auf jeden Fall eine ziemlich epische Szene, wenn ich nicht schon mal gegen so einen von denen gekämpft hätte. Hätte es bestimmt... Precious Item ahead. Mega Panik in mir verursacht. Ja, das Warming Stone. Und hier unten geht's auch noch weiter, so wie es aussieht. Hallo, Mimi Franken. Ah, ich bin jetzt hier oben. Ja. Oben auf der Brücke. Ja, das stimmt. Hi Mimi, willkommen. Willkommen alle zusammen. Schön, dass ihr da seid. Willkommen zum geilsten Spiel des Jahres bisher. Mit Abstand. Elden Ring. Elden Ring. Elden. Udenring. Likely Holy. Irgendwie, man läuft da hin und was hat man dann da? So einen popligen kleinen Porter. Ja, der portet uns bestimmt darüber. In eine Welt, die wir so noch nicht kennen. Ja. Oder sollen wir erstmal da runter gehen? Kommen wir da wieder hoch? Stimmt nicht. Nee. Ich will trotzdem da runter. Aber willst du... Ich meine, wir müssen ja nur davor gehen. Dann sind wir ja sofort wieder da. Na gut. Und mit unserem Schildkrötenpanzer kommen wir überall hin. Da sind wir... unbesiegbar. Na? Ash of War Scarab. Interessant. Sieht aus wie so ein kleines Insekt. Was macht der Asche des Krieges Scarabeus?
Und wo steckt der? Das hört sich nach einem Quest-Item an. Der hat auch so blau geleuchtet, so leicht bläulich. Als ob das so was Besonderes wäre. Hm. Und ich habe keine Ahnung, wo er ist. Ist er hier unten? Nee. Immerhin, das ist eine Sache, nämlich die Warming Stone. Sieht ihn jemand? Ich guck auch schon mit, aber... I don't know. Nee. Muss er hier sein? Nee. Er ist auch nicht hier bei den Ashes of War. Er ist auch keine Waffe. Kein Fernkampfangriff. Kein Schild. Da! Ist ein Hut. Ein Hut. Ist ein Hut, der ganz ein viel... Fascinator. Und zwar macht der auch noch... Okay. Gray Scarab worn directly on the head. These scarabs roll clumps of ashes of war during their labors. Slight reduces FP cost of skills, but increases them. Man nimmt mehr Schaden, aber dafür kann man leichter irgendwelche Magie-Sachen und Spezialfähigkeiten einsetzen. Mal ist interessant. Bei der Baumwolle. Softcutter? Weiche Baumwolle. Weiche Baumwolle. Nicht Bio-Baumwolle. Mit Sicherheit. Hier gibt's auch nichts anderes. In dieser Welt. Nun gut, mal sehen, ob wir wieder zurückkommen. Ich hoffe doch. Naja, ich meine, im Zweifel kannst du sonst halt durchlaufen. Das müsste ja auch gehen. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Try jumping. Try jumping. Tatsächlich, sie haben so gemacht, dass du wieder hochkommst. Cool. Na dann, let's go. Tja, wir kommen wahrscheinlich auf die andere Seite der Brücke. Haben sie gut eingerichtet, diesen Warping-Punkt, wenn wir da hinkommen. Das wissen wir ja noch nicht. Naja, wir sind tatsächlich auf der anderen Seite angekommen. Ja. Und dort wartet eine sehr große, intensive Türe vor uns. Try behind, natürlich. Was macht man, wenn man in einem Videospiel ist und man sieht eine riesige Türe vor sich? Man geht erst in die andere Richtung. Und man geht immer erst in die andere Richtung. Oh Gott. Da wartet nur Freude auf dich, Hamster. Vor allem Vögel. Eben, Freude. Wichtig war der Spot. Alles klar. Welcher Spot? Kuschelort geschrieben. Okay, glücklicherweise sind die nicht so extrem hart. Mittlerweile haben wir die ganz gut raus. Ach so, wichtig, der Spot da, wo du bist. Alles klar, okay. Naja. Ganz schön hoher Turm. Scheint wohl was Cooles zu sein, was da jetzt wohl auf uns wartet. Ich finde hier bisher alles ziemlich cool. Ach, der Turm, okay. Und alles voller Turmfalken. Ja, das stimmt. Und da hinten kommen wir. Ja. Sollen wir da runterspringen? Ich weiß nicht, ob du da wieder hochkommst. Stormhawk Feather. Und auch hier überall Überreste dieser Golems, warum auch immer, überall Überreste anscheinend von Kämpfen, die stattgefunden haben. Na dann bin ich mal gespannt. Du siehst übrigens die Klaue. Die Videospielklaue, die berühmte. Die Klaue bei Dark Souls. Die berühmt-berüchtigte. Man muss mit der Klaue bei Dark Souls und Souls-Spiele spielen, damit man gleichzeitig rennen und sich umgucken kann. Das ist eine Professional Gaming-Technik. Divine Tower. Divine Tower of Limgrave. Ist Divine nicht göttlich? Ja. Haben wir irgendwas zum Werfen dabei? Habe ich eigentlich irgendwas... Wurfmesser? Kann ich irgendwas craften? Ich könnte craften. Ich kann heilige Wasserpötte werfen. Ich könnte
Firepots werfen. Ich könnte... Oh, und ich kann tatsächlich meine Waffen verbessern und Blut- oder Feuerschaden verursachen. Das ist ja ganz nett. Und ich habe auch Buffs, um mich selbst zu verbessern, zu verteidigen. Aber jetzt gehen wir erstmal so rein. Gut, dass wir die Tür aufbekommen. Die sieht echt schwer aus. Ich weiß nicht, ob ich das aufschieben würde. Elden Ring. Oh, Elden Ring. Be wary of tower. Praise the Pickle Rick! Schlieb. Oh ja, da fährt's wieder runter, wie immer. Aber hier sieht es doch noch etwas aus. Nichts. Mein Lieblingsgeschenk. Beachte übrigens den Turm und den Stein, wie er geformt ist, in Form von Wurzeln. Also ein Heiligtum an den Earth Tree. Den Erdenbaum. Es sieht auch übrigens aus wie in den Tiefen. Und es ist so ein bisschen Sternenhimmel angehaucht, finde ich, mit diesem... Ja, wie in den Tiefen. Na dann. Was geht nach oben? Anstatt nach unten. Der Schildkrötenkrieger steht bereit. Und wartet darauf, was ihn so erwartet. Zerquetscht. Nein, natürlich nicht. Jetzt für irgendwelche Bullshit-Nachrichten. Why is it always a message, but still no hidden path? Hier, ich applaude dir. So episch, das Game. Na dann. Hat Kuschlor noch geschrieben. Oh. Da sitzt hier einer. Das ist ein normaler Spieler. Okay, dann... geht es wohl weiter zum Boss? Nehme ich jetzt mal an. So. Divine Tower. Entschuldigung. Ashes of War. Brauchen wir, denke ich, nicht. Wir können unsere Uchigatana auf noch mehr Bleed-Build abstellen. Aber ich glaube, der magische Schaden ist schon ziemlich gut. Damit machen wir eigentlich doppelten Schaden mit dem Schwert. Einmal... Normal-Damage und dann nochmal das gleiche an Schaden. Magisch. Okay. Let's go. Ganz schön neblig hier oben. Na dann. Elden Ring ahead. But why? Oh nein, es sind die Two Fingers. Es gibt die Two Fingers und es gibt die Three Fingers. Und das ist ein Two Finger, so wie es aussieht. Das ist alles voller Atomfalken. Da sind zwei Finger zu sehen. Ah, ja, stimmt. Sieht aus wie ein Baum. Die Blutungssache ist extrem stark auf dem Katana. Ja. Hab ich auch das Gefühl. Restore the power of the great rune. Okay. Godric's Great Rune. Zum Glück sind wir nochmal hier zurückgekommen. Ja. Ja, eindeutig. Okay. Finde ich jetzt super geil. Du hast jetzt auf jeden Fall eine große Rune. Wo ist meine große Rune? Kann ich die ausrüsten? Ich habe hier nämlich einen Rune Arc, der mir die Blessing einer Equipped Great Rune gibt. Kuschlautschreibe kann man am Lagerfeuer ausrüsten. Ah ja, danke.
Ich gebe zu, ich habe hier noch einen epischen Kampf erwartet. Ah, am Lagerfeuer kannst du sie anziehen, hat Julia auch noch geschrieben. Mhm, danke. Ich habe einen epischen Kampf erwartet und das ist jetzt... aber definitiv zwei Finger. Und die zwei Finger sind eine Organisation hier in dieser Welt. Gut, ich denke mal, wir brauchen jetzt nicht unbedingt den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Da waren wir nämlich schon überall. Aber es gab es noch mehr in diesem Schloss? Die Antwort lautet ja. Die Antwort lautet ja, es gab noch mehr in diesem Schloss. Und zwar will ich noch in den Keller, dort wo dieses eine Spinnenvieh rumgelaufen ist. Ah, ja, stimmt, da haben wir uns ja nicht hingetraut. Willst du dann mal nach dem anderen schauen? Ja, jetzt schauen wir uns erstmal die Ruhe an. Kann man die Drachen nahe zu Beginn zum Bluten bringen? Bringt das was? Ich glaube, alles kann man zum Bluten bringen, außer es ist immun. Und Blutung bringt eigentlich immer was, weil das ja Zusatzschaden macht, während man eh schon schlägt. Die Great Rune des Shardbearers Godric, its blessing raises all attributes. The Great Rune is known as the Anchor Ring, found in the center of the Elden Ring. The first demigods were the Elden Lord Gofrey and his offspring, the Golden Lineage. Ausgerüstet, was auch immer das jetzt gebracht hat, aber ausgerüstet. Jetzt sind alle meine Werte angeblich besser. Ist doch gut. Auch wenn es schön wäre, wenn man es ein bisschen konkreter sehen könnte. Aber sei es drum. Wie lang? Wo war denn dieses eine Spinnenvieh? Ich glaube hier bei der Secluded Cell. Oder? Nee. Weiß ich nicht, kann ich dir nicht beantworten. Was hier? Was hier? Beim Rampart Tower? Oder bei der Liftside Chamber? Ich glaube bei der Liftside Chamber. Aber da waren wir doch gerade eben. Da waren wir gerade eben. Da haben wir uns doch ganz zu Anfang hin teleportiert. Oh. Weißt du, das ist doch die Tür, die wir nicht aufkriegen. Ja. Ja, stimmt. Ich glaube, das ist auch. Ich glaube, das ist richtig. Ich glaube, das ist richtig. Können total gut. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Also bist du dir sicher? Ja. Wie sicher bist du dir? Extrem sicher. Ja, man muss nur genug Hits auf den Drachen setzen, bezüglich der Blutung. Fangen die an zu bluten, dann füllt sich so eine Blutungsleiste auf. Das ist irgendwie doch nicht das gewesen, oder? Hä? Ach, das sind diese... Krüge. Die Kampfkrüge. Ja, und da ist das nächste Grace. Hm. Die waren ganz schön nah beieinander. Ja. Da nee, das war hier nicht. Nee. Also die waren es nicht. Dann muss es ja das hier gewesen sein. War es das? Sargos Cut? Ne. Okay, dann wird Wilhelm das mal versuchen. Drachenjagd ist nicht nur in Elden Ring, sondern auch in Deutschland, wenn ihr wisst, was ich meine. Aha. Ich glaube, der meinte, da spielt auch eine Anspielung an den Drachenlord, der die Leute so aggro macht. Oh. Ja, ja. Dann finde ich es auch witzig. War hier nicht noch irgendwas? Die Spinne. Hab ich gehört. Hier war noch nicht. Und dieser Typ da hinten. Zu dem ich noch nicht weiß, wie ich eigentlich da hinkommen soll. Das stimmt. Ja, musst du noch ein bisschen schauen. Hm. Sein, ich mach's einfach so. Wahrscheinlich ist das auch der richtige Weg. Endlich Wurfdolche. Okay, Julia schreibt, das war es übrigens. Hättest nur nach oben gehen müssen, dort wo die Töpfe sind. Da gibt es einen Weg nach oben. Dort geht es dann weiter zu dem Keller, wo der Boss ist. Danke. Ja, bis zum nächsten Prozesstag. Muss man wissen, wer da ist. Nö, ach, muss wer man das nicht ist? Wissen. Nö, m-m. Altschauerberg. Ach.
jetzt machen die wieder Ärger. Okay, wir waren schon richtig. Also gehen wir mal zurück. Back on track. Nee, du musst da einfach wieder zurück, oder? Ja, oder? Ja. Oh, Exile Gauntlets. Also runter, da wo die Kürbisse, die Krüge. Krüge waren, Kampfkrüge. Kampfkrüge. Soll ich glatt zu einem Meme machen? Kampfkrug. Hat das noch keiner zu einem Meme gemacht? Bist du da richtig? Nee. Du hättest doch gar nicht mit dem Aufzug runter müssen. Wo bin ich denn hier? Oh, hier ist diese eine rote Fuzzi. Am 23.03. Da ist diese rote Fuzzi. Nö, du musst doch. Wir sind ja auch mit dem Aufzug gar nicht gefahren. Du hättest einfach nur wieder zurück müssen. Ja, eine rote Fuzzi kann man auch kaputt machen. Na dann. Die Schrankenfanzahl der Polizeieinsätze verringert sich wohl 99,9%. Autsch. Ja, also ich sehe, ihr seid mindestens gleich stark. Und Hamza, du bist ein Hauch überlegen. Danke. Plus Dienstposten geschlossen und Beamte What werden the fuck? Gesetzt. What the fuck? Na. Ja, Hamsters Lieblingstod. Der Tod in den Abgrund. Danke. Hamsters Lieblingstod. Der Tod in den Abgrund. Tod in den Abgrund. Oh, ich muss Kuschlotz Nachricht kurz freigeben. Ich habe gehört, wir sind trotzdem hier vor richtig ja, gewesen. Ja, das ist richtig. Muss einfach nur. Es waren 4000 Runen, die wir da gerade verloren haben. Push Lord schreibt noch, liegt halt an den Leuten, die so dumm sind, da hinzufahren. Hallo Terry. Moment mal, willkommen. Moment mal, was? Ich bin jetzt total verpeilt. Ah, nee, ich muss hier rennen. Ja, ja, du andere musst dich Richtung. Mit dem. Diese Richtung war es. Wie es uns geht. Ja. Hamstermama feiert, wenn der Hamster stirbt, so muss das sein. Tja. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Das ist ein Song und Wilhelm hat die. Ach, da ist er. Den Text hingeschrieben. Ja, es ist ein bisschen stressig immer noch und es wird jetzt irgendwie auch richtig stressig, noch stressiger bei der Arbeit. Und dann gibt es im Privatleben noch zwar eine schöne Sache, die ansteht, aber auch etwas, das auch viel Arbeit davon, also es ist lots of things to do. Morbid, aber lustig. Das war der Blutungsschaden gerade. Ja, der ist schon richtig gut. Aber sonst geht's uns gut, denn Hamster möchte Elden Ring streamen. Hamster Mama versucht, das in unseren Tagesablauf einzuplanen. Und das macht Hamster glücklich. Ja. So stark ist er gar nicht. Soll ich dir nochmal das Video zeigen, an der Stelle, wo du versucht hast, das erste Mal gegen den zu kämpfen? Ja, da wusste ich nicht, wie man spielt. Ich hatte noch kein Schildkrötenschild. Erst ein Löwe, jetzt ein Käfer, der Hamster wird zum Kammerjäger und eröffnet ein Tierheim. Mhm. Komme rein und sehe einen Hamster, der wahrscheinlich ein paar Mal gestorben ist gerade. Oh, guck, das ist das... Ein Bild. Das ist ein Bild. Deswegen ist die Blutungssache gut auf dem Schwert. Braucht man nur die Hälfte der Schläge. Ja, das stimmt. Und das hat irgendwie so Zusatzschaden. Und man schlägt ja eh auf den Gegner. Schon ganz praktisch. Highland Axe. Okay, den haben wir jetzt auch erledigt. Es gab's allerdings irgendwo... Es gab's irgendwo noch was. Ich weiß, es gab...
Oh Gott, nein. Hamstermama ist um die Uhrzeit noch besser gelaunt und gehypter als der Hamster. Ich muss mich auch konzentrieren. Tja. Hamstermama kann ihre ganze Energie aufs Feiern konzentrieren. Mit einem Whisky würde das anders aussehen. Aber du musst morgen doch noch performen. Bei Hamster ist nämlich auf der Arbeit immer Time to Shine. Time to Shine. Man merkt auch überhaupt nicht, dass Hamster viel Bock auf Elden Ring hat. Ja, richtig, Terry. Es fällt kaum auf. Nicht Sache, ich meine die Asche. Asche? Muss man noch dazu drauf machen. Hallo Lord Kommissar Quintulov, willkommen im Twitch-Stream. So, jetzt nur noch ein Boss und es ist Mitternacht. Richtig Raven-Pie. Moment. Hier war doch noch irgendwo eine Türe, die ich nicht aufmachen konnte, weil ich keinen silbernen Schlüssel hatte. Also keinen dieser Schattenschlüssel-Dinger. Ja. Wo waren das? War das nicht auch hier in der Nähe? Das war doch hier irgendwo in der Nähe. Ja, irgendwie ist ja alles in der Nähe. Tja, Raven, du kennst es mittlerweile einfach zu gut. Da ist zum Beispiel die Türe zu. Und da hängen auch noch Leute rum. Das Doppelschwert kann man im Sumpf finden. Da waren Ruinen beim Feuerdrachen. Da gab es eine Treppe in einen abgeschlossenen Hof, in dem man mit Forend reinspringen konnte. Hallo Immun 58, willkommen. Schön, dass ihr uns alle, dass ihr euch alle nach und nach zu uns gesellt. An diesem Donnerstag. Autsch. Vize-Freitag. Erst ich trinke was. Himbeersch. Oh, da kommt noch mal einer, danke. Bitte. Ich habe ihn extra geholt für dich. Der Name der Tochter von Elon Musk und seiner getrennten Freundin ist jetzt Exa Dark Sidereal Musk. Einfach schöne Namen, weißt du? Ja, ist mal was anderes. Konzentrationshamster. Okay, 100% Blockschild ist schon eine gute Sache. Wo kam denn dieser Typ her? Ja, er kam da um die Ecke. Übrigens ist hier ein Thron. Von Godric dem Großen oder so. Das ist aber ein kleiner Stuhl dafür, dass das ein Thron sein soll. Hier war das doch. Hier bin ich runtergesprungen. Ja, aber wenn du jetzt da lang gehst und dann links... Hier geht's auch noch irgendwo hin. Oh ja. Wo ich noch nicht war. Nicht ganz so kreativ wie beim Sohn X. Boah, Hamster, weißt du, was das heißen soll? Du schaffst es schon. X, A, A, A und dann 12? Ah, von hier kamen die rein. X, A, 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 E, A, 12. Oh. Da oben ist ja noch mehr Zeug. Hier ist überall noch Zeug. Sterbe ich, wenn ich da runterfalle? Wer weiß das schon? Ja. Wir sterben, wenn ich da runterfalle. Ja. Also weißt du, wenn ich so einen Namen schon lese, dann bin ich irgendwie doch ganz froh, einen ganz normalen Namen zu haben. Die Frage ist, wie man das ausspricht. Eben, genau. Also ich bin tatsächlich... Solange du das weißt, ist es egal. Boah, nee, aber... Also, da hinten ist noch was. Ich fände das als... also ich finde es schon nervig, wenn man die ganze Zeit sagen muss, nee, mich spricht man so aus und mich schreibt man so und irgendwie... Leute gewöhnen sich dran, der hat bestimmt noch einen zweiten Namen. Hamster, also du hast immer Namen gehabt, die nicht so schwierig sind. Ja, wie Hamster. Ich meine deinen echten Namen. Aber wenn du halt so einen Namen hast, der auch so ein bisschen special ist, dann ist das immer so, ja, nee, man schreibt mich so und dann schreibt man mich so. Ja, der Sohnemann heißt wirklich so. Wie spricht man das aus, Duda? Ja, genau. Hey, wie kommen wir da rüber? Keine Ahnung. Wie kommen wir da rüber, Hamstermama? Der hat sein Kind nach seinem Erfolg...
Da drüben? Erfolgen benannt. Sagt schon alles über den. Tja. Ich würde mein Kind auch lieber nach meinen Erfolgen als meinen Niederlagen nennen. Ja, aber du. Es wäre einfach nett, sein Kind so zu nennen, dass es einen schönen Namen hat, der jetzt nicht zu oft vorkommt, aber doch geläufig ist. Ja, vielleicht findet er den schön. Lass ihn doch seine Leute so nennen, wie er will. In Deutschland kann man das nicht. Man kann nicht sein Kind einfach irgendwie nennen. Tja, America, Land of the Free. Also, da ist übrigens ist immer noch nicht mit diesem. Mit diesem besonderen Schlüssel. Da ist doch nur wieder der Ritter, vor dem du immer wegläufst. Ja, aber jetzt ist er schwach. Aber warum willst du den besiegen? Da musst du doch gar nicht hin. Aber ich verstehe irgendwie dann nicht, wie man da hinkommt zu dieser einen Stelle. A12 weiß ich ja nicht. Dann nenne ich mein Kind Mittelschicht. Ja, das ist leider in Deutschland verboten. Man darf sein Kind nicht nach... Guck, der guckt nur. Der macht ja gar nichts. Jetzt kommt er. Nach irgendwie... Also nur nach gewissen Regeln halt benannt. Immer noch besser als Will Smiths und seine Frau. Die haben einfach ihren eigenen Namen genommen und Gender Swap gemacht. Tja. Ich gehe vielleicht doch woanders hin. Tja. Aber er folgt dir. Ich komme mit beide hinterher. Auch. Störenfried wurde auch verboten. Ja, ich meine, das ist natürlich auch super assi, wenn du als Kind Störenfried heißt. Ist ja auch kacke. Oh Gott! Springst du mir auch hier hinterher? Wahrscheinlich, oder? Nee. Jetzt hat er nicht mehr geblickt. Ha, so ein Trottel. Boah, Hamster. Richtig großkotzig. Ihr habt alle keine... So hört sich das bei dir immer an. So ist es ja auch. Ja, was ist jetzt damit da hinten? Hamster, Mama. Hamster? Oh, Moment mal, ich hab vielleicht was. Ich hab vielleicht was. Ich hab etwas, das sagt Hallo. Vielleicht hört er das. Er hat es nicht gehört. Schade, es war ein Versuch wert. Das ist richtig. Aber ich weiß, irgendwo hier gab es noch eine Tür. Ja, hier war das auch, ja. Please help. Oje. Ach, das ist dieses Grafting. Die kleben hier irgendwelche Körperteile zusammen. Nett. Warum auch immer. Tja. Da geht's wieder auf der anderen Seite hoch. Ja, da geht's irgendwie... Aber das ist nicht da mit der Tür. Oh doch. Hier ist es. Du hast recht, ja. Boah, da wäre ich jetzt echt nicht drauf gekommen. Es gibt nur eine Million Ratten, die uns hier im Weg stehen. Ratten ungewöhnlicher Größe. Ich würde meine Tochter Riko nennen, aus dem Japanischen für schlaues Kind. Riko, a character from the mixed media franchise Made in Abyss. Ähnlichkeiten nur Zufall. Ich würde mein Kind Schmörgelbröt nennen. Nein, das würdest du ganz sicher nicht, weil da hat zum Glück Hamster mal auch noch ein Mitspracherecht. Truhe. Mehrere Truhen. Godslayer-Seal, was ist das denn? Was ist das denn, Game? Warum gibt's mir so Game. Viele Sachen? Ist es hier? Ja. Ich habe ja auch noch irgendwelche anderen Sachen, die ich mit irgendwas benutzen kann. Mit irgendwelchen anderen besonderen Flaschen. Terry fragt die richtige Frage. Was ist das für ein Tier bei Hamsters Pullover? Terry, das ist Sagos Cut. Habe ich schon gefragt, warum das niemand... Niemand fragt. Das ist unser berühmt-berüchtigter Sagos Cut. Mhm. Ist einzigartig. Schmörgel, was? Mhm. Schmörgelbröt, das ist so unser Running Gag. Seit, wie heißt der Hausmeister? Nee, Tatortreiniger. Tatortreiniger? Da kam das doch her. Wirklich? Ja, ich glaube schon. Nennt euer Kind Hamtaro. Nee. Hamtaro. Der Sohn, selbstverständlich Sigma. Okay.
Gute Nacht, Wilhelm. Schön, dass du dabei warst. Nein, wir werden unser Kind weder so nach so noch so nennen. Ganz sicher nicht. Hä? Wo ist denn jetzt dieser Gegenstand, den ich gerade eingesammelt habe? Ist das eine Waffe? Ist das Schmörgelbröt? Ich weiß es nicht. Okay, verstehe nicht. Verstehe ich nicht. Jetzt habe ich auch schon wieder vergessen, wie es aussah. Das war so ein Seilding. Stimmt, es war so ein Talisman. Ja, aber so seilmäßig. War es dann doch eine Waffe? Das verwirrt mich. Und versetzt dich in Wut. Schon ein bisschen. Das. Hausmeister oder Tatortreiniger. Schon ein kleiner Unterschied. Ja, es gibt doch den. Die Serie, der Tatortreiniger. Super geil übrigens. Und da gibt es so eine etwas abgespacede Folge. Alle sind abgespaced. Nein, aber die ist doch schon so ein bisschen. Oh, das ist eine Waffe. Erinnerst du dich? Nee, was? Hier! Ich hab doch gesagt, es ist ein Sacred Seal. Oh, the Godskin Apostles inlaid with Obsidian. Set to represent the manipulation of Black Flame. Endlich kann ich Pyromancies wirken. Cool. Vielleicht, oder? Maybe. No skill. Also, this ja. Armament has no skill. Gods, this list enhances Godslayer incantations. Was um alles in der Welt sind Godslayer Incantations? Ich dachte gerade eher an Hausmeister Krause. Nee, genau. Es gibt eben diese Serie, die heißt und Der Tatortreiniger. Und da gibt es eben so eine abgespacede Folge. Und da kam doch das Wort Schmörgelbröt das erste Mal vor. Das glaube ich nicht. Nein, doch, das war doch da. Und seitdem ist das unser Running Gag, wenn wir irgendwie was nicht wissen, sagen wir, ist das Schmörgelbröt. Alles für den Dackel, alles für den Hund, unser Leben für den Club. Unser Leben für den Club. Okay. Das kommt mir auch bekannt vor. Hier. Give to a learned cleric to acquire new incantations. Das Black Flame, endlich. Zaubersprüche, um Flammenzauber zu lernen. Habe ich jetzt endlich einen Gegenstand für Feuerzauber? Terry schreibt, das Pullover-Gadget muss man aber auch auf der Arbeit getragen werden. 27 Fälle. Terry, ach, ich habe übrigens etwas Nettes für dich. Wir haben nochmal einen Sargos-Cut. Also für jeden von uns ist was dabei. Golden Rune. Und für Warhammer. Oh. Seht ihr euch an? Lauter Armbrust, ach, das sind die, die guck mich von mal. Die Sargos-Katze im Bild. Die sind ziemlich. Ich liebe sie. Gut. Die sind schon ziemlich heftig. Mhm. Also, die gab's bei Ikea und haben es als sie gesehen. Das nicht. Die sind uns zugelaufen. Und es war Instant Love, meine Freunde. Es war Instant Love. Der Pulli wird gebraucht, damit es schneller läuft. Dark Omen, hallo, schreibt, in welcher Stadt bekommt man viele Hamster? Dark Omen. Das gibt es einmal als Legacy of Kain und einmal als das Warhammer-Spiel. Also ja, die Sargos-Katzen sind uns zugelaufen, Entschuldigung. Aber es war trotzdem Liebe auf den ersten Blick bei Hamster. Oh, der hat sich selbst umgebracht. Oh, ein Held. In Peru zum Mittagessen, überall auf dem Markt. Obwohl, so an so einem kleinen Hamster ist ja nicht so viel dran. Ja, lohnt sich nicht. Und für uns wäre das eh nicht. Oh, meine Güte, was ist das? Das sind sogar zwei von denen. Hab gerade. Festring Legato-Finger. Willkommen zurück. Ich habe gerade 25.000 Seelen gegen so einen Blitzball verloren, den man nicht angreifen kann. Legatus, warum legst du dich auch mit dem Blitzball an? Ein Glück waren das nur Seelen und nicht die Runen, die wichtig sind. Ja, stimmt. Ist dort eine Delikatesse. In Hamsterdam hat Dark Omen geschrieben. Ah, der war gut. Der war gut. Wie soll man denn zwei von denen gleichzeitig umbringen, frage ich mich. Mit deinem Schwert? Es ist ein Uchigatana, ich weiß. Ach, gerade ist noch mehr. Peru ist nicht Hamster, sondern Meerschweinchen. Danke, Julia.
Glücklicherweise. Aber auch an dem Meerschweinchen ist nicht so viel dran. Wann ist das Spiel eigentlich zu Ende, wenn es eine Open World, gibt? Ja, so offiziell zu Ende, wenn du den Endboss besiegt hast, aber dann kannst du ja noch weiter erkunden. Aber prinzipiell ja. Wäre es dann irgendwie. Wow, the fuck? Warum? Nein! Lass mich doch in Ruhe! Oh je. Jetzt habe ich keinen Bock mehr, oder? Jetzt hat. Okay, sie kommt her. Oh nein. Oh nein. Warum alles in der Welt muss ich denn da hin, um da hinzukommen? Wo willst du eigentlich hin? Wieder zurück. Du hast jetzt einfach nur alle Gegner auf dich aufmerksam gemacht. Gut gemacht, Hamster. Wieso nicht Exploding Meerschweinchen? Das ist bestimmt zu lang für irgendwelche Kanalnamen. Ja, Hamster ist schon schwierig. Obwohl ich, weiß, es ist auch ein bisschen, also für den englischsprachigen Content einfacher, weil es wäre ja, ob es jetzt Hamster oder Hamster ist, ist ja egal, aber Meerschweinchen. Guinea Pig. Aber Guinea Pig klingt jetzt auch nicht so dolle. Aber weißt du, wenn du Exploding Meerschweinchen bist, dann müsstest du es ja immer übersetzen und so ist das halt Hamster so international. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal wieder woanders hin. Ich habe jetzt keine Lust mehr auf das Gebiet. Lass uns Wildschweine jagen gehen. Was? Ja. Gehen wir in die Richtung weiter, in die das Spiel uns schickt. Bist du dir da sicher, dass du das möchtest? Ich find's eigentlich schlecht, aber wir machen's trotzdem. Ich find's eigentlich schlecht. Oh, Hamster. Liurnia of the Lake. Wir waren schon lange nicht mehr hier. Guinea Pig im Englischen ist ja quasi das Versuchstier Number One. So wird neben jedenfalls es gesagt. Dabei nutzen die ja eigentlich alle weiße Mäuse. Ja. Okay. Zeit mal wieder ein bisschen Open World zu erfahren. Wir gehen später wieder, irgendwann, in das Schloss zurück. Das sind beeindruckende Sprünge. Und immer noch eine sehr schöne Gegend. Ja, da hast du recht. So, das war eine kurze Detour, die nur mehrere Stunden gedauert hat. Bevor wir wieder mit unserem normalen Weg weitermachen. Aber jetzt sind wir back on track und stärker denn je. Mhm. Vermutlich sind wir jetzt viel zu stark. Ich glaube eher nicht. Ich habe das Gefühl, hier geht's nicht weiter. Wie kommst du nur da drauf? Ja, Mist. Ich hatte Hoffnung dafür, dass es da weitergeht. Schönes Schloss. Ich glaube, da kommt, das war das, in dem eher wir gerade drin waren. Burg, finde ich. Aber ja. Man kann nur dort, wo der Wind weht, mit dem Pferd runterspringen, sonst stirbt man. Was ist das eigentlich für ein Leuchtbaum? Sorry, hab keine Ahnung von der Lore dieses Spiels. Terry macht hier nichts draus. Keiner hat hier einen Plan von der Lore. Es ist der Earth Tree, der Erdbaum, der sogenannte. Und der Erdbaum gibt dem Elden Ring die Macht. Und der Elden Ring gibt wiederum den Lords die Macht. Und der Elden Ring und der Earth Tree liegt zugrunde der die Goldene Ordnung. Und es gibt da Leute, die Goldene Ordnung anbieten und andere machen das nicht. Und ich muss noch mehr davon. Und mehr habe ich noch nicht verstanden. So okay. Ein bisschen, so in der Art, die Art und Weise. Ist das. Hilft jetzt noch nicht viel. Aber wir werden noch mehr von dieser Lore erfahren. Im Laufe des Spieles. Und wir sind tarnished.
Und dieser Elden Ring, der die goldene Ordnung aufstellt, denn die goldene Ordnung bedeutet zum Beispiel, dass alles in Ordnung sein soll und nicht chaotisch, so dass zum Beispiel Pygmäen. Und die sind sogar überraschend stark. Was ist das denn hier? Oh nee, was ist das für ein Schaden? Blutung? Also Herr der Ringe? Was geht mit denen ab? Warum seid ihr so aggro? Es gab jetzt ein Gebiet, in dem waren die Gegner total groß. Und jetzt das andere Gebiet, in dem waren die alle total klein. Herzlichen Dank dafür. Das ist wie bei Super Mario in der Riesenwelt. Und in der Mini-Welt. Und in einfach aller jeder Welt. Mhm. Oh Gott, das ist alles voll mit den Viechern. Hallo, Ado Hotzig. Moin, Hostam. Moin. Also, Julia hat ein bisschen mehr Plan wie wir. Ich lese mal kurz vor. Der Elden Ring wurde zerstört. Die Lords haben ein Fragment davon bekommen, aber ein Fragment, der Tod, wurde gestohlen und deswegen ist die Welt ins Chaos verfallen. Aha. Und man selber versucht, alle Teile des Elden Rings wieder zusammenzubringen. Okay. Okay, vielen Dank für die Zusammenfassung. Ich finde, das klingt doch schon mal sehr einleuchtend. Denn die goldene Ordnung wurde durch die Zerstörung des Elden Rings gebrochen und deswegen können die Leute wieder nicht mehr sterben. So wie immer in den Souls-Spielen. Nicht sterben können ist das ewig vorhandene Thema, das auch immer wieder interessant ist. Denn wer möchte... Was auch gut zur Spielmechanik passt, finde ich. Ja. Okay. Schöne Aussicht, aber hier geht's wohl nicht weiter. Ja. Hier waren nur die Pygmäen. Und das Interessante wird nachher sein, dass hinter all diesen Mini-Kreaturen, hinter all diesen, allem, dem ganzen Kram, was man hier sieht, irgendeine Hintergrundgeschichte steckt. Von lächerlich absurder Tiefe, die man allerdings nur dann herausfindet, wenn man sich 50 Item-Beschreibungen durchgelesen hat und verstanden hat und dokumentiert hat und cross-checkt hat. PS, die Diebin des Todes hat man schon kennengelernt. Oh. Oh, okay, das ist entweder die eine Handmaiden, die wir haben, oder Queen. Was? Es ging doch weiter. Ich hab's nur nicht geblickt. Das könnte Queen Marika sein. Halt, war da nicht deine Leiter? Was? Wo? Ah, ne, das sah nur so aus. Entschuldigung. Es war nur ein Baum. Es war nur ein Baum. In meinem Traum. Okay, aber das heißt, wir sind hier auf jeden Fall erstmal durch. Und können weitergehen. Und gut, es gibt unsere Handmaiden und dann gibt es noch diese eine Dame in Schwarz mit dem einen Auge. Ich glaube, war das unsere Handmaiden? Ich bin mir nicht ganz sicher. Die hat man so selten gesehen. Oh. Da unten ist ein Vor. Okay, da habe ich meine Markierung hin platziert. Sieht so aus, als kommt man da nicht hin. Nee. Jedenfalls nicht kurzfristig. Aber wirklich sehr beeindruckend, wie die das Spiel mit dieser unglaublichen Weitsicht gemacht haben und es trotzdem keine Slowdowns gibt. Ich frage mich, wie die das gemacht haben. Der Hamster reitet in den Sonnenuntergang. Sehr ramondisch. Wow. Das sind ganz schön viele. Und die sind auch ziemlich stark. Und die benutzen Pyromancies.
wir leider noch nicht haben. Und wenn die uns treffen, dann ist das bestimmt nicht super geil. Oh. Meine Frage. Du, da du ja mit MMOGA gepartnert bist, ich habe mir Total War Warhammer 3 geholt, aber muss mich da jetzt verifizieren. Ist der Support noch erreichbar oder muss ich bis morgen warten? Was soll das heißen? Du musst dich verifizieren. Weil du dich gerade erst im Shop angemeldet hast, oder wie? Ich versteh's nicht. Mann. Letzten Endes ist es ja wie bei jedem Shop, du musst dich halt anmelden. Was für eine Verifikation ist das? Eigentlich muss man sich einmal anmelden, oder? Klappt das eigentlich? Backstab! Ich hätte jetzt fast gesagt in your face, aber es ist ja Backstab. Genau nicht in your face. Und das alles für einen kleinen Smoldering Butterfly. Tja. Naja. Nee, bin seit längerem da angemeldet, aber irgendwie, weil mehrere Betrüger da sind oder so, muss ich jetzt da eine Verifizierung machen. Okay. Oh Gott, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nichts davon. Also normalerweise, wenn ich mir da ein Spiel gekauft habe, dann habe ich das gekauft über PayPal und eine Minute später war dann der Key da, den ich per E-Mail bekommen habe. Und auf der Webseite wird ja auch noch angezeigt. Das heißt, ich kann das nicht beantworten, wenn das jetzt wohl eine ganz neue Sache ist, die sie aus Sicherheitsmaßnahmen. Oh, habe auch bezahlt, aber kriege den Key nicht. Das sollte. Weil die noch wollen, dass du dich verifizierst, weil aus Sicherheitsgründen, ja, okay. Dann, ist das jetzt neu? Und dann musst du wahrscheinlich warten, bis du verifiziert wirst. Das ist natürlich ein bisschen doof. Normalerweise geht das super schnell. Ja, was musst du denn machen für die Verifizierung? Hallo Peter! Juhu, am Stream! Juhu. Dappled Cured Meat. Ich habe echt keine Lust, diese Typen anzugreifen. Die sind ein bisschen langweilig. Du hast ja jetzt auch irgendwie schon 3 oder 4 oder 5. Ups. So, jetzt. Personalausweis und ein Bild von mir mit Personalausweis daneben. Aha. Voll komisch. Das hatte ich jetzt auch noch nicht. Das habe ich jetzt noch nie gehört, um ehrlich zu sein. Also, da würde ich vielleicht doch mal eine E-Mail hinschicken. Also ob das auch wirklich von MMOGA gekommen ist? Also im Zweifel ist es dann bis morgen warten. Wahrscheinlich. Unglücklicherweise. So, wie das jetzt auch ist. Also, ich habe ja schon sehr, sehr lange bei mir als Partnershop drin und ich kann von Glück sagen, also glücklicherweise sagen, dass es da in all den Zeiten eigentlich so gut wie noch nie Probleme gegeben hat. Insofern. Julia schreibt, Hamster, wenn du das nächste Mal Elden Ring streamst, versuche ich dich mal zu besuchen als Roter. Als Roter? Oh nein. Wer will das machen? Oh Gott, Julia. Bloß nicht. Raven P schreibt, kenne ich so bisher nur von SIM-Karten freischalten lassen. Ja, habe ich auch noch nie machen müssen bisher. Es würde mich eigentlich wundern, wenn du für das Kaufen eines Videospiels dich so anmelden musst. Du Hotzig schreibt, ja, habe von YouTube bei dir Total War Warhammer 3 geschaut und gedacht, gerade komm, holst du dir wollt zocken, aber naja. Das tut mir echt leid. Eigentlich geht das immer total problemlos. Das kann ich jetzt nicht beantworten. Ich müsste nachher auch mal nachgucken, was da auf der Seite gerade los ist. Also ja, im Zweifel ist es dann wirklich bis morgen warten, unglücklicherweise. Ja, es tut mir leid.
Das will natürlich eigentlich keiner. Ich habe das auch noch nie machen müssen, um ehrlich zu sein. Wolf the Indomitable. Das ist zum ersten Mal ein gelbes Ashes of War. Ich habe nämlich gehört, dass man die Skelette mit Faith oder so heiligen Waffen so schlagen kann und dann kommen sie nicht mehr zurück. Ja, ich auch noch nie, deswegen kein Plan. Egal, warte dann bis morgen. Ja, das war wahrscheinlich die beste Idee. Hallo Supergockel. Hi. MMOGA ist einfach beste, hatte auch noch nie Probleme. Hatte ich bisher auch noch nie. Das ist für ein Videospiel, den Perso angeben musste. Ich meine, vielleicht. Ich kann nur irgendeinen Blödsinn überlegen. Wir sind jetzt in einem besonderen Dorf angekommen. Wo es wieder super dunkel ist. Naja, vielleicht ist aber auch wieder Nacht. Es wird doch gerade Nacht. Da ist eine Lampe. Oh je. Da ist ein Grace da hinten. Die sind alle am Wimmern. Eine Larval Tier. Damit hättest du jetzt wohl nicht gerechnet. Raven P fragt, wie wäre es einmal mit einem Tanzgame-Battle-Stream mit dem Hamster? Ein Tanzgame-Battle? Da bräuchte ich ja eine Matte. Also prinzipiell würde sowas ja gehen. Boah, aber das ist dann mit den Kameraeinstellungen gar nicht so einfach hier. Stimmt nicht. Mit dem Licht, dass es einigermaßen passt. Und zu was wollen wir tanzen? Hit me baby one more time. Ach nee, das geht nicht. Dann kommt die GEMA und sagt, das geht nicht. Richtig. Das wären dann nur so langweilige Songs, die freigegeben sind. Dann müssen wir Videogame-Songs oder Songs aus Animes nehmen. Die Larven sind sehr selten. Die brauchst du, um deine Werte später zu resetten, wenn du sie neu verteilen willst. Ah, okay. Sehr praktisch. Schön, dass es das gibt. Diese Möglichkeit. Sind sie alle weg? Ich check noch nicht so ganz, wieso solche Key-Seiten überhaupt erlaubt sind. Für was kann man die Spiele überhaupt noch auf Steam selbst kaufen? Nun, Steam... Terry der Jäger, du siehst das so ein bisschen falsch herum, weil du wahrscheinlich nur mit Steam aufgewachsen bist. Aber Steam ist auch eigentlich nichts anderes als eine Key-Seller-Shop-Front. Eigentlich ist Steam und MMOGA eigentlich gleich. Du kannst dir auf Steam Keys kaufen und dann spielen und du kannst dir über MMOGA Keys kaufen und dann spielen und ja. Interessanterweise hat sich das dazu entwickelt, dass sich alle die ganzen Spielehersteller dazu entschieden haben, ihre Spiele auf Steam anzubieten, weil es einfach, weil Steam dann noch zusätzlich die Verteilung der Spiele auf eine extrem effiziente Art und Weise übernimmt. Wo ist denn jetzt die Larve? Ihr müsst zu Don't Stop Me Now kämpfen, tanzen, da kommen Erinnerungen hoch. Nicht wahr, Hamster? Oh ja. Material required by the Amber Egg cradled by Renala, Queen of the Full Moon to birth people. Damit können Menschen neu geboren werden. As much as soft, eine Substanz und ein lebender Organismus gleichzeitig. Und damit kann man neu geboren werden und seine Eigenschaften neu verteilen. Sehr coole Sache. Ich wäre noch immer für einen A Way Out Stream, wo beide zusammenspielen können. Das machen wir. Nach Elden Ring dann. Es wird nie wieder ein Half-Life kommen mit Valve, mit Steam, weil Valve mit Steam viel mehr Kohle macht. Mhm. Ich hatte früher auch noch ein paar CDs, aber Steam ist doch eher wie der Play Store auf der PlayStation. Nee, der Play Store auf der PlayStation gehört Sony. Aber ja, eigentlich schon, ja, richtig. Schon, ist halt ein Shop. Da kannst du Sachen kaufen und du kannst ja halt auch spielen. Ja, das Steam kriegt mit Sicherheit auch Geld dafür, wenn du bei über sie dann so ein Spiel
installierst und aktivierst. Die kriegen bestimmt immer noch Provision, wenn du für jedes Spiel, das über Steam aktiviert wird. Please, even if it's you, Old Albus, hide well and still hold your breath. Wer ist Old Albus? Wer weiß es schon. Du hast da noch einen Grace übrigens, da hinten. Wo? Ach da. Puh, jetzt wird der Computer langsam warm. Der Computer heizt langsam die Wohnung auf. Jetzt bist du da nicht mehr rot. Dafür sieht man Bud Spencer. Dein Homeboy? Ja. Aber es wäre interessant, mal zu wissen, wie viel bekommt Steam eigentlich pro Spiel, das auf als ihrer Plattform das aktiviert offenlegen. Wird. Ja, natürlich, irgendwo muss das ja offen. Ich meine, es gibt so viele Indie-Game-Erzeuger und alle sind auf ihrer Plattform. Das muss ja, das ist mit Sicherheit bekannt, was Steam dafür kriegt. Steam nimmt zwischen 25-30% Provision. Das ist aber ganz schön viel. Naja, ich meine, das ist halt so. YouTube nimmt, oh. Wow. Das ist ganz schön weit. Komm, und wo ist denn die Karte? Steam ist ja so ein so großer Verkäufer, aber bei so gut wie jedem Spiel auch der teuerste Anbieter. Bei 10 Millionen Umsatz nur 25%. Und die Key-Seiten kriegen einen Mengenrabatt von Steam. Oder wie können die daraus Gewinn erzielen, wenn sie alle Spiele billiger verkaufen, als sie eigentlich normal kosten? Nein, das ist nicht so, als hätten die einen normalen Preis. Oh, hört ihr das? Ja. Jemand macht wieder Musik. Ja, ist ganz schön stark. Was macht der? Was macht der? Okay, Feuer. Oh ja. Interessant. Der bleibt auf Entfernung. Ist ein ganz. Oh, und der kann sich auch sogar geheilt. Ja, wenn du auf Fernkampf ausgelegt bist, dann macht, ergibt es natürlich Sinn, auf Fern zu bleiben. Okay, also wie können Läden Dinge zu unterschiedlichen Preisen anbieten? Es kommt eben auf deine Marge an und die Menge, die du kaufst. Also da kannst du dich genauso fragen, wie kann es sein, dass ein Laden. Wie kann ein Discounter ein Spiel, es gibt zum Beispiel auch so Brettspiele, günstiger anbieten? Mengenrabatt zum Beispiel. Und ja, Marge natürlich. Die anderen Keyseller kriegen einfach weniger Provisionen. Zum Beispiel, es kommt auch darauf an, wie viel Profit möchte die jeweilige, der jeweilige Shop machen pro verkauftem Spiel. Man kann ja auch, wenn man auf einen Markt möchte, auch nicht so viel Provision nehmen. Zum Beispiel, wir hatten einen Freund, der hat bei Aldi gearbeitet und da gibt es dann zum Beispiel so Lock-Angebote, die machen zum Beispiel bei einem Brötchen einen halben Cent Gewinn. Aber sie wollen, dass die Kunden dann reinkommen in den Laden und dann die Produkte kaufen, die eine höhere Marge haben. Treue-Rabatt. Mhm. Wow. Ja, das stimmt, aber die Keys werden ja trotzdem auf Steam eingelöst. Ja. Also wäre der Normalpreis doch der Steam-Preis. Steam nimmt ja nicht alle Spiele auf. Ja. Ja, das ist nicht so. Ich weiß. Und woran liegt das? Um ehrlich zu sein, weiß ich selber nicht. Ja, genau, Supergockel. Der hat auch noch geschrieben, manche Shops verkaufen auch unter ihrem Einkaufspreis, um Leute zu locken. Ja, klar. Hallo, Don Ramon. Großhandelpreis ist nicht gleich Einzelhandelpreis. Und je über mehr Händler das geht, umso teurer ist das natürlich. Ja. Das ist ja auch klar. Oh Gott. Das ist bestimmt toll, ja, diesem Ding so blind hinterherzulaufen. Hamster, woher wusstest du das? Obwohl, ich muss zugeben, bisher hat es mich noch nicht umgebracht, diesen Dingern blind hinterherzulaufen. Ja, genau. Im Einzelhandel gibt es das auch, wie zum Beispiel beim Mediamarkt. Ja, genau. Sollst reinkommen für die Spülmaschine zum Kaufen, weil die so günstig ist. Und dann nimmst du noch zwei Elektrokabel mit für viel zu hohe Preise. Hamster, ich habe das doch gerade mit Aldi gebracht, mit den Brötchen. Ich wollte das auch noch mal drüber reden. Natürlich, du wolltest auch noch was sagen, um was gesagt zu haben. Mhm.
Verstehe ich. Hamster, du bist einfach ein kluges Hamster. Da hinten ist ein Drache. Ja, das stimmt. Nee. Das ist nur irgend so ein Typ. Ein Ohren. Oh, meine Fresse! Der dich killt. Du machst da gut Schaden, aber er hat dich einfach eiskalt zerschnetzelt, Hamster. Soll ich dir noch was zu trinken bringen? Ja, danke. Wie viel Schaden habe ich gemacht? Also schon relativ viel. Hamster. Albinaurix. Hamstermann hat gerade den Tisch kaputt gemacht. Weiß auch nicht warum. Gott sei Dank war da nicht mehr viel drin. Nicht. Ja, der hat schon gut zugehauen. Das hat mich ein bisschen überrascht. Aber es ist anscheinend der. Ja, der macht Musik. Fast schon tragisch, ihn in Stücke zu reißen. Ich lasse ihn mal in Ruhe. Ach Gott, er hat mich gesehen. Fuck. Oh nein! Er hat doch mehr Schaden gemacht als erwartet. Ich bin nicht die Klippe runtergefallen. Vielen Dank. Es ist wirklich das Bud Spencer Shirt. Es ist ein gutes Shirt. Ich mag es. Ja, habe ich von meinem Bruder bekommen. Das Schöne ist, diese Werbeshirts sind irgendwie von richtig guter Qualität, die kann man Jahrmillionen anziehen, die bleiben einfach gut. Kopfschütteln und flüchten. In welcher Stadt sollte der Tunnel nach Bud Spencer benannt werden und was ist es dann geworden? Vermutlich irgendwas anderes. Gute Nacht dir und nicht so viel sterben, Hamster. Danke, Julia, dass du dabei warst. Ja, danke. Und ich warte auf die Invasion als rotes Phantom. Ach, gab es das? Der Stream läuft langsamer ohne den roten Pulli und RIP für deine alten Runen. Was passiert eigentlich? Ja, du bist gestorben. Der eine Typ, der mit diesem Staub um sich wirft, der hat Staub um sich geworfen. Ah. Und er hat mich getroffen, dann war ich tot. Wie konnte das nur passieren? Please no. Dear me. I haven't a clue. No secrets lie with me, not a one. Oh, please leave me be. Wait then. You're not one of them. Ich bin keiner von ihnen. What a relief. Oh. Goodness me. I'm Albus. Yes, Albus. An Albinoric. As you can see, we're finished. The whole village. Das Dorf ist im Eimer. The curse mongers have destroyed everything. No one that remains has their wits about. Wir sind verrückt geworden. Would you look after this medallion? You must keep it out of the curse mongers' hands. Gerne. Wir haben die zweite Hälfte des Medaillons bekommen. Aber wir haben doch schon rechts. And if you should meet the young Albinoric Latena, then please give it to her. Julia hat noch geschrieben, wenn dich ein Chihiro oder Super Laser dich invaded, weißt du, dass ich es bin. Danke. To fulfill her purpose. Aber ich glaube, man kann nicht einfach so invaden in diesem Spiel, ansonsten wäre es bestimmt schon passiert. In Schwäbisch Hall haben sie einmal. This is the immovable fate. Entschuldigung. Also, in Schwäbisch Hall haben sie einmal eine Umfrage gemacht, um einen Tunnel zu benennen, und es kam dann Bud Spencer Tunnel heraus. Sie haben dann das Schwimmbad nach ihm benannt, weil er dort einmal bei Olympia mitgeschwommen ist. Immerhin. Ich wusste das gar nicht. Schwäbisch Hall ist bei uns ja gar nicht so mega weit weg.
Ich wusste gar nicht, dass die einen Schwimmbad haben, was so heißt. Ja. Oh. Gehen die zusammen. Schwäbisch Gmünd, ja, das ist auch, noch, auch nicht so das extrem weg. Weit weg. Ja. Da also ist auch die Musterung. Da geht man hin zur Musterung hier in der Gegend. Echt? Ja. Ja, ich war ja nicht bei der Musterung, daher keine Ahnung. Eine Bernsteinsickel. Zur Musterung, genau. Und dann prüfen die einen und gucken, dass die Hoden auch noch dran sind. Und da keine Knubbel drin rumhängen. Knubbel. Och, Hamster, du sagst das schön. Ja. This weapon are evidence of their dedication to the Halleck Tree. Was ist der Halleck Tree? Die alten Albinauriker haben diese Sichel dabei. Ihr braucht aber 13 Intelligenz, um sie zu benutzen. Zu Hause geliebt. Sie wohnen nicht so extrem weit weg von Schwäbisch Hall. Ja. Terry, hast du das nicht mitbekommen mit dem Hackerangriff? Also nicht Hacker, mit dem Angriff auf uns? Ja. Wahrscheinlich nicht. Geswattet. Ja, genau, wir wurden geswattet. Das war so kacke. Der war damals sogar bei der Einweihung dabei. Oh, krass. Krass. Ja, der freut sich ja. In Deutschland sind Bud Spencer und Terence Hill ja sehr... erfolgreich. Erfolgreich gewesen. Bud Spencer ist jetzt tot, leider. Warte, ich muss kurz die Nachricht freigeben. Raven, 4 Sekunden. Ah, nee, wurde schon. Danke. Die schauen da doch nach Hodenkrebs. Indem ja, sie richtig. Einfach das nur anfassen und dann kann man es schon erkennen. Ja, ich meine, das ist wie bei Brustkrebs. Naja, aber da machst du ja nicht einfach nur so, sondern du musst ja schon fühlen und gucken, ob da irgendwie Knoten sind. Ja, genau. Ich frage mich, warum man es ausgerechnet da macht. Naja. Um Hodenkrebs festzustellen, musst du doch an das Organ, wo der Krebs ist. Ja, warum macht das der Arzt nicht so regelmäßig? Naja, weil das nicht die Krankenkassen bestimmt nicht zahlen. Vorsorge ist nichts, was Krankenkassen mögen. Terry schreibt, wie bitte, was ist passiert? Wir wurden geswattet. Geschwattet. Ja. Uns hat jemand, wenn du so willst, die Feuerwehr auf den Hals gehetzt. Mhm. Das war ganz lustig. Ja, sag mal, das ist echt so. Ah ja, okay, cool. Was ist echt so? Bei der Musterung, so wie ich es vermute. Wie schon gesagt, dadurch, dass ich da nicht war, kann ich das nicht beurteilen, aber ich glaube euch das. Kann jetzt jemanden beschwören? Soll ich Hisula beschwören? Hisula! Oder soll ich lieber Jistag beschwören? Das sind das echte Spieler? Ja. Ah, cool. Ich hätte es ehrlich gesagt verweigert, aber wurde vorher schon ausgemustert. Tja, so schnell kann das passieren. Tja. Ich hatte Glück. Ich durfte zum Bund, wenn ich wollte. Ich hätte auch Panzer fahren dürfen. Panzer. Oder so ein Kram, aber das ist nicht. Dann bin ich doch, habe ich doch Zivi gemacht. Habe ich den jetzt beschworen? Kommt er? Mein Bruder hat auch Zivildienst gemacht. Ich habe einen beschworen. Kommt er noch? Kommt irgendwie nicht. Das enttäuscht mich sehr. Und deswegen sehr. Ist nun die Adresse von Hamster nicht mehr in der Kanalinfo. Richtig, Terry, genau deswegen. Weil als die Adresse noch da war, haben wir Alkohol bekommen. Das war ganz cool. Und dann ist das passiert mit der Feuerwehr. Alkohol. Weil eigentlich haben wir ja richtig coole Leute in der Community und auch niemand, der uns irgendwie was Böses will. Aber der fand es wohl ganz cool und deswegen, ja. Und jetzt ist es ein bisschen versteckter und jetzt ist auch eine andere... Ja, jetzt ist es anders gemacht. Bist du nicht zu groß für den Panzer, Park Raven P? Keine Ahnung. Du bist ja nicht so klein. Du bist ja... Keine Ahnung, ich schätze, die hatten... Ja, nein, wahrscheinlich schon irgendwie reingesteckt. Da, wir quetschen den da noch rein. Fuß guckt raus, Patz. Tür zu. Du hast das alles gut überstanden, Hamster. Danke. Welcher Affe ruft denn die Feuerwehr zu euch? Ja, das fragen wir uns bis heute. Tja. Das war so richtig dumm. Vor allem, das waren ja auch Leute irgendwie aus unserer Gegend und wir waren total verwundert, weil wir gar nicht wussten, was da mit uns geschieht. Das war richtig wild. Naja, bei uns wollen sie nur Zivis haben. Deswegen gesagt,
möchte meinem Vaterland dienen und kann dann, muss ich jetzt ihren Traum zerstören. Nee, passt schon. Okay, komm her, du Spacko. Naja, Zivis sind halt auch günstige Arbeitskräfte. So ist das halt einfach. Das ist wie Praktikanten bei den Big Four, das sind auch günstige Arbeitskräfte. So ist das. Omenkiller. Oho! Also der haut extrem. Nein! Warte. Kommst du mal mit Tröst, Hamster? Kommst du mal mit? Möchtest du ein Wiederaufbauküsschen? Mhm. Ich hatte fast vergessen, dass wir das hatten. Heftig. Ja, ich glaube, den kriege ich nie mehr kaputt heute. Ich glaube, der schon. Oh Gott. Also wenn der macht halt den Poise. Richtig krass. Oder du kannst dich beschwören lassen. Ich kann mich beschwören lassen. Das kannst du auch mal probieren. Guter Attack Speed. Ja, das stimmt. Oh mein Gott, cute! Ja, weißt du, Legatus, damit wir euch beweisen, dass wir wirklich, wirklich verheiratet sind und nicht nur so. Wo, wie hast du das bewiesen damit? Indem ich dich geknuddelt habe. Ist doch klar. Ist doch logisch. Yay! Das ging ja schnell. So, der Typ da an der Ecke, der ist schon ziemlich heftig, muss ich sagen. Ein bisschen doof finde ich den ja schon. Clanish Time. Oh Gott. Japan-Vlogs gucken, dann hat man mehr Beweise. Ja, okay, da hast du recht, Terry, das stimmt. Aber das ist ja auch schon ein Weilchen her. Aber wir sind ja immer noch zusammen. Ja. Ja. Aber Japan ist auch schon ganz cool. Wir müssen echt mal dieses Jahr wieder was Cooles machen, so urlaubsmäßig. Vielleicht gehen wir zu McDonald's. Nein, Burger King ist viel besser. Ja, okay. Weißt du doch. McDonald's hat seine Tore zugemacht in Russland und sagt, Leute, kein McDonald's Ikea mehr. Ikea auch. Adidas, einige große Firmen. Die habe ich noch nicht gefunden. Was, Rimpy? Gib einfach J&M in Japan ein. Also J und dann ein und. Also dieses Unzeichen und dann M in Japan. Und da gibt es ein paar Vlogs von uns. Das ist ganz cool. Das Eagle Hotel war gut. Ach so, ja, dieses Eagle Café. Ja, Hedgehog Café. Da war unser Freund da. Das war ganz nett. Haben wir einige coole Sachen gemacht. Vor allem, als wir dann wieder zurückgegangen sind oder zurückgekommen sind, konnte ich sie mir am Anfang nicht anschauen, die Videos. Aber mittlerweile schaue ich ab und zu mal rein. Das wird in Russland doch jetzt alles verstaatlicht. Bin mal gespannt. Irgendwie wirst du nicht gesummoned. Ja. Ich wundere mich schon ein bisschen. Und kommt dieser Hund? Schafft er es? Schwierig. Er schafft es. Hamster hat den Kanal abonniert in seinen besten Kanälen drin. Ja, stimmt. Danke übrigens, dass wir die besten Kanäle sind. Mhm. Ja, der Hund ist schon wieder da. Es sind sogar zwei Hunde. Zwei Hundis. Oh. Okay. Und zweiter Hund? Der Hund hat dich gekillt. Das ist überhaupt nicht gechillt. Diesmal werde ich mir Unterstützung holen von so Geisterbrudis. Quali-chan. Ja.
Okay. Welchen nehmen wir? Wir haben den Ancestral Followers Ashes. Oder nehmen wir lieber einen Sack voll kleiner auf? Wenn die besten Kanäle schon von einem selbst sind. Das ist richtig, Raven P, aber tatsächlich der J&M in Japan Kanal, den habe tatsächlich ich hauptsächlich betreut. Okay. Demi Humans. Go, go, go Power go. Rangers. Okay. Let's go. Woohoo! Ja, und gut drauf. Das ist ja nochmal ein Hund. Ja, komm, 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 komm. Achtung, der Hund. Ja. Der Hamster nur, war nur für die blöden Sprüche dabei. Richtig, Terry. Ah, dieser Quackhund. Deswegen habe ich den Hamster auch mitgenommen, wegen den blöden Sprüchen. Denn dadurch, dass wir jetzt verheiratet sind, darf ich mir mein Leben lang seine dummen Sprüche anhören. Das ist so ramundisch, dass ich mir deine blöden Sprüche anhören darf. Kriegen wir den noch kaputt? Wenn du möchtest, dann kannst du nochmal probieren. Hier, ich beschwöre auch jemanden. Das ist Hub of the Rock. Den konnten wir nicht beschwören. Schade. Schade. Es geht aber auch in die andere Richtung weiter. Items habe ich eigentlich gerade ausgerüstet. Anti-Blitz. Das braucht ja kein Mensch. Was ist romantisch? Hallo? Moik? Also das ist romantisch. Nur halt gedreht. Und um das ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen, sagen wir öfter mal romantisch. Wenn es halt nicht so romantisch ist. Wirklich? Ja. Das Bild vom Tee-Café. Was war da im... Was habe ich da für einen... Moment. Da waren wir noch Baby... Hamster und Hamster-Mama. Baby-Hamster und Hamster-Mama? JMM Engel. Angeln. Japan, was haben wir denn da für einen... Oh ja. Ja, das war ganz lustig. Was war da? Da bist du halt drauf mit Igel. Ja, mit Igel. Das war ein Stachelig. Ein Kristallschwert. Passend für diese Kristallschwert. Ja, die Thumbnails wurden dann nach und nach besser. Am Anfang waren die ziemlich verrückt. Ja? Ja, war nicht so gut. Ich habe mich auch verbessert. Hallo Tobias! Hi! Und der Hamster beim Softballspiel? Ja, richtig. Oh, beim Softballspiel. Oh ja. Wir waren natürlich den Japanern vollkommen überlegen. Weil Größe ist alles beim Softballspielen, habe ich gehört. Echt? Nein. Ich dachte Schnelligkeit. Und Geschicklichkeit wahrscheinlich auch. Vor allem Übung. Hamster, sag doch sowas nicht. Es ist doch nicht Übung. Ich brauche schon wieder mehr. Ich brauche ein bisschen mehr. All-time favorite ist der Gore-Ball vs. Slasher-Vergleich bei den Japan-Blogs. Ja, das war im Nagashima Spa-Land. Das war so cool da. Erinnerst du dich? Im Nagashi. Oder hieß das? Moment, wie hieß das nochmal? Albinauri. Nein, so hieß das nicht, Hamster. Nagashima Spa-Land. Was war da? Das ist das beste Bild, was da entstanden ist, mit dem Hasen. Oh. Der Hase, ich erinnere mich. Hättest du mit ihnen Blood Bowl gespielt, wäre es anders ausgegangen. Oh ja. Also mein persönlicher Lieblingsvlog, aber das liegt einfach auch nur daran, wegen dem Erlebnis, war der Fuji. Und vor allem das Schwimmen. Das, also es war so ein cooler Tag. Das war der
coolste Tag, den ich je in meinem Leben erlebt habe. Ach so, ja. Wo ist die Karte eigentlich? Gibt's das war so cool. Blood Bowl in echt? Tobias ist entsetzt. Nein, es gab nur Softball. Es ist anders. Das mit dem soften Ball. Mhm. Und keiner wird umgebracht. Vielleicht kann ich hier einen Cooperator beschwören. Ich hoffe, das klappt. Ich habe nämlich Angst. Und wo ist die Karte? Wo ist die Karte? Irgendwie ist nur der hier zum Beschwören. Und er funktioniert. Ah, er ist da! Oh, meine Güte. Oh, meine Güte. Die international anerkannte Aktion für die Begrüßung ist nämlich... Verbeugen. Hast du es geschafft, jemand zu beschwören? Geil. Ja. Und er hilft uns. Nein! Oh, okay. Da wäre Größe alles. Wie im Wasserball, da ist Größe und Kraft auch die halbe Miete. Bei Amateuren noch Fingernägel. Tja. Swing ja auch Amateure. Was ist mit ihm los? Kommt er noch? Glaube nicht. Du hast ihn für immer verloren. Niemand hat ein Schildkrötenschwert. Denn niemand ist so geil wie ich. Du meinst ein Schildkrötenschild. Fast getroffen. Da hast du, Hamster, das Slush-Eis mit dem Gore-Ball verglichen. Da mit dem Gore-Ball. Gore-Ball, genau. Da ist scheinbar wie er niedrige Nahkampfangriff und Abwehrwerte, aber dafür hohe Waffenstärke hatte. Oh. Klassiker. Dein Foul-Finger ist schon halb tot. Ja, aber der kann sich ja hoffentlich noch heilen. Na dann. Wo ist er hin? Oh. Was? Vielen Dank, du Wichser. Das andere hat sich einfach wieder verpisst. Oha. Ist ja blöd. Aber immerhin hat er mir die Abkürzung gezeigt. Warum habe ich eigentlich keine Magie? Da hinten liegt auch noch was. Ja, hinten sind noch meine Runen. Nee, in der Richtung liegt noch was. Sauerei, sage ich. Sauerei. Habt ihr japanisches Fernsehen gesehen? Die Game-Shows? Also, wir haben japanisches Fernsehen nur kurz gesehen und das war irgendwie alles immer so verrückt und... Und man konnte es nicht verstehen. Ja, und es war irgendwie auch alles, dass man halt die ganze Zeit irgendwelche Bilder eingeblendet hat von irgendwelchen Gesichtern. Ja, es ist so wie Streaming gewesen. So was wir in Streaming machen, ist dann Fernsehen. Das ist richtig strange. Früher musste man den Hamster noch daran erinnern, nicht zu viel zu fluchen. Das ist wohl nichts mehr geworden. Daraus ist wohl nichts mehr geworden. Warum fluche ich nicht mehr? Tja, hast du dich wohl verbessert? Ich fluche nicht mehr. Bäh. Also das, obwohl du sagst schon öfter nochmal Fakt. Fakt. Ja, nee, Fakten sind doch Fakten. Fakt meine ich. Dieses Hamster-Chan. Ah, Fruit. Fruit. Und warum kann ich eigentlich keine Zauberdinger beschwören? Ich dachte, das geht noch, aber irgendwie sind sie weg. Oh je. Selbstzensur. Eigentlich meinte ich damit, dass nichts daraus geworden ist, dich genügend daran zu erinnern. Ah, verstehe. Oh. Ja, Mist. Ja, toll. Die Sau kommt einfach und
haut die Hunde kaputt und geht wieder. Einen Hund, nicht was alle. Was für ein Troll. Oh Gott. Er hat dich gesehen. Ja, scheiße. Aber ich möchte unter keinen Umständen da unten kämpfen, sondern lieber weiter oben. Okay. Jetzt kommen eben die ganzen unterdrückten Emotionen hoch. Eins. Alles, was sich beim Blood Bowl über die Jahre angestaut hat. Okay, der geht einfach wieder zurück, alles klar. Und treffen kann ich ihn auch nicht von da hinten. Warum kann ich eigentlich nichts von meinen... Wahrscheinlich, weil du, die Beschwörungsgeschichte eingeschaltet ja, habe. Ja, genau. Ist halt blöd, dass jetzt dein Homie einfach weggegangen ist. Das ist natürlich blöd. Hey, sind das andere Spiele, die da rumgeistern? Also ja. Der eine, ja, aber der ist halt einfach zurück in seine Welt, was natürlich schon kacke ist. Du weißt schon, wenn du zu weit weg gehst, dass er dann despawnt. Oh! Aber guck, du bist zu weit weg. Ich war wirklich zu weit weg, aber ich glaube, den kriegen wir. Aber wenn der jetzt wieder zurück ist, dann hat er wahrscheinlich wieder volle Lebensenergie. Möglich, wir werden es prüfen. Oh nein! Er ist immer noch kaputt. Nice! Kann ich dieses Multiplayer-Ding wieder deaktivieren? Ja, okay, jetzt kann ich tatsächlich wieder die Dinger beschwören. Cool. Also welchen? Die Demi-Human Ashes gehen nicht. Warum eigentlich? Warum nicht? Du hast wahrscheinlich nicht zu viel genug Mana. Hm. Vielleicht, also vermute ich jetzt. Ich könnte dir helfen, wenn ich wüsste, wie, hat Legatus geschrieben. Das kriegen wir auch so hin. Einmal eine Doku über japanische Love-Hotels gesehen. Die hatten eine Kletterwand bis zum Bett, wie bei Takeshis Castle. Geil, Takeshis Castle ist auch einfach so ein mächtiger Bringer. Man hat wie so zwei, wie Insekten, also zwei Fühler. Im Kopf. Stormnet. Meister Raven, wieder geht man eben auf alle. Ah. Auf alle Wünsche der Kunden ein. Halt. Ah! Warum ist er ein Kackhund? Franz hat Hamster mal StarCraft gespielt. Natürlich. Wer hat es nicht? Ich. Mitternacht, das ist gar nicht so falsch gewesen. Konntet ihr am Schluss eigentlich genug Japanisch? Also Hamster ja, ich eher nicht so. Dark Rush! Fuck!
hau mal ein paar japanische Lines raus. Das kommt so aus dem Nichts, ist immer so ein kleines bisschen doof. Aber ich glaube, wir kriegen ihn. Ich will nur nicht hängen bleiben an der Wand, während ich vor ihm ausweiche. Deswegen stellen wir uns. 1, 2, 3. Hab schon mal gesagt, der Total War of Angels. Nein! Im japanischen Markt fischen. Da. Ja. Du machst das sehr gut. Ah. Er ist gerade wohl zu konzentriert. Richtig, Terry. Richtig. Komm schon, der hat doch fast keine Lebensenergie mehr. Ganz relaxed hochgehen. Ich kann ja nix. Okay, da kommt er. Sieht er uns noch? Dreht er sich wieder um? Vielleicht können wir ihn dann backstampen. Ich glaube, er sieht uns. Jetzt komm! Komm schon! Weißt du, was Angst? Mhm. Oh mein Gott, ich lebe noch! Oh mein Gott, ich lebe noch! Was Angst? Der Hamster ist ein Hausehamster vom Hamster Senpai zum Hamster-Kun geworden. Oh mein Gott, Hamster, das war so ein Dusel. So. Jetzt pass auf, dass du nicht wirklich runterfällst. Oh Gott. Nein. Oh, wir sind zerlaufen. Oh Gott. Oh nein. Hooray für Hamster. Hooray für Bastian. Willkommen zu der letzten halben Stunde, weil Rimp jetzt schon richtig angekündigt ist. Es wird wahrscheinlich Mitternacht. Sorry. Das war wieder typisch für unseren Hamster. Egal, was wir ausmachen an Zeit, wie lange wir streamen wollen, Hamster ignoriert es einfach. 2. Okay. Dieser Feuerangriff ist auch ziemlich nervig. 1, 2, 3. Mehr Glück als Verstand. Ja, richtig, Raven P. Richtig. Jetzt habe ich aber meine Armbrust. Ich habe vergessen, dass ich die hatte. Du hast Armbrust sie immer noch. Ist der Weg zum Sieg. Also er weicht ziemlich gut aus dafür, aber okay. Okay, es war fast der Weg zum Sieg. Tja. Wer hätte das ahnen können, dass es bis zum nächsten Boss reicht? Ja, richtig, Frame Team. Da hast du auch wieder recht. Komm her. Ist ja nicht so, dass morgen noch ein extrem vollgepackter Tag ist, aber was wir nicht alles für unseren Hamster-Chan tun. Und dieser eklige Feuerangriff. Ah, der verbrennt einen auch noch. Ist ja auch Feuer. 1, 2. Ah, schade. Redest du aus Erfahrung? Ja. Oh. Ich sehe, ich kann ja anvisieren. Ja. Ich wusste ja nicht, dass das geht. Kann ich da einen Headshot machen? Headshot. 43, das hat jetzt nicht so viel gebracht. Aber good enough. 32, okay. Oh Mann, er weicht tatsächlich aus. Ja. Sauerei. Ach, das ist Souls.
wie man es liebt. Oder das Interesse verloren. Ich glaube, er hat das Interesse verloren. Nee, er kommt da so langsam. Ach. Okay, der Mann trifft aus der Hüfte mit der Armbrust. Not bad. Kopfschuss. Während er Flammen speit mit der Armbrust drauf. Ja, stimmt. Ob du so schnell wechseln kannst, ist halt wieder die andere Frage. So, aber jetzt nicht gierig werden, liebes Hamster. Line. Ja, okay. Konzentriert. Er hat sowieso fast keine Lebensenergie mehr. Ich habe außerdem noch meine Wurfdolche. Mit denen ich ihn manchmal treffe. Ha! Gott, Hamster, der mutige Kämpfer. Mutig. Das waren die letzten 50 Punkte Schaden. Oh, das war einfach. Talisman. Crucible, not Talisman, ja. Hamster-Chan. Jetzt sehe ich erst die ganzen Leichen, die hier rumliegen. Und brennen. Ja, und damit. Und mit diesem epischen Sieg und einem Blick, was ist das für ein Teil? Man reduces damage and impact of headshots. Lieber feige und am Leben als mutig und tot. Mhm. Ja, richtig, Tobias. Auf jeden Fall. Sehen wir auch so. Nun gut, a talisman fashioned from a bony knot that embodies the aspect of various creatures. Wir machen jetzt übrigens gleich Schluss. Wir bedanken uns schon mal für alle, die dabei gewesen sind. Said to have grown on the human body long ago. Ein Tumor. Lecker, lecker, lecker. Mm. A vestige of the crucible of primordial life born partially of devolution was considered a signifier of the divine in ancient times, but is now increasingly disdained as an impurity as civilization has advanced. Fun. Fantastisch. Ein Knorpel-Ding. Am besten direkt gleich mitnehmen. Naja. Also, dann macht's gut. Vielen Dank. Es ist schön, dass ihr dabei gewesen seid. Am Samstag geht's wohl weiter, habe ich gehört. Und vielleicht jeden Tag. Wer weiß das schon. Aber nee, morgen ist Jazzabend. Da können wir nicht. Oh, stimmt. Da können wir nicht weitermachen. Dann macht's gut. Vielen Dank. Lieben euch alle. Und bis zum nächsten Mal. Bis Samstag.